Hallo und herzlich willkommen zurück beim Unsafe Release, euren Schweizer Formel 1 Podcast mit euren Hosts Kassel und Schubs. In der heutigen Episode nach einer hoffentlich für euch genauso angenehmen Sommerpause, wie wir sie hatten, endlich wieder mal ein Podcast. Es geht um Driver Ratings, ein kleiner Mid-Season Review über jeden einzelnen Fahrer. Ich wünsche euch dabei ganz viel Vergnügen. Und somit hallo und herzlich willkommen noch einmal. Ich hoffe, ihr habt eine gute Sommerpause gehabt. Wir haben definitiv eine gute Sommerpause. Aber wir können euch nicht ganz alleine lassen ohne Content. Oder wir brauchen da ein bisschen etwas, das perfekt für die Mitte der Saison eigentlich passt. Und zwar machen wir einfach ein kleines Driver-Rating für das, dass ihr so ein bisschen ein Verständnis habt, wie das wird ablaufen wird. Wir gehen einfach einmal der WM Stand von Zunderstunden bis oben nur durch. Also Nick de Vries zunderst, Max Verstappen zoberst. Und, also ja, nein, eigentlich Daniel Ricciardo, wenn wir es richtig sagen, zunderst. Und danachher gehen wir einfach Schritt für Schritt die Fahrer durch, gehen Noten geben wir ab und tun dementsprechend, also von 1 bis 10, und tun sie nachher einordnen, wo sie bei uns eigentlich dann im Ranking drin wären, also auf welchem Platz dass sie mit dem Ranking sind. Dass ihr von meiner Seite versteht, wie ich meine Punkte vergeben habe, ich bin mir nicht sicher, wie es der Castle gemacht hat, ich war sehr streng gewesen. Also mir zum Beispiel der letzte platzierte 0 Punkte. Ich könnte vielleicht auch schon beraten, wer das dürfte sein. Ich gehe dann einfach so weit auf. Also, wenn jetzt ein Fahrer nur ein 1 hat, heisst es nicht, der ist gerade schlecht. Es ist einfach, damit es von der Bewertung her mehr Sinn macht, hat jetzt halt der eine oder andere für mich ein 1 oder ein 2 Nummer bekommen. Einfach, dass ihr es ein bisschen versteht. Gut, somit fange ich auch schon direkt bei meinem Nuller an. Ja. Null Punkte. Ich meine, da musst du ziemlich viel Scheiße bauen. Für mich ist es ganz klar das Troll auf dem letzten Platz. Ernsthaft? Ja, wirklich. Er hat so etwas von nicht verdient, in diesem geilen Auto eigentlich können drinnen zocken und dürfen zu fahren, weil wenn man anschaut, was der für eine extreme Differenz zum Fernando Alonso hat, vom WM-Zwischenstand. Der Alonso hat 149 Punkte, der Lance Stroll hat 102 Punkte weniger, 47. In einem Auto, das am Anfang der Saison ja, ständig Podiums hat können fahren, oder? Der Drop-off von Aston Martin macht mir zwar schon ein bisschen Angst und ist sicher auch ein bisschen verschuldet in einer schlechteren Position, weil er am Anfang nicht gut war, aber er ist auch gegen die zweite Mitte von der ersten Hälfte nicht gut gefahren. Also ich mag das ich nicht mehr sehen. Das ist für mich ein Mittelfeldfahrer, der nach 2 oder 3 Jahren hat rausgefallen, aber er ist immer noch da. Und ich habe die Schnauze voll. Ich gebe ihm ein 0 und er ist für mich somit auf dem letzten Platz, auf dem 21. Wie sieht es bei dir aus? Wer hast du dort? Also für mich ist ganz klar der Nick, weil Schossamett hat er als Kochbein verloren. Ja, also weißt, ich verstehe es schon. Aber ich meine, der Stroll, ja, soll ich sagen, klar, er sollte eigentlich schon mehr liefern in dem Fahrzeug, wo er fährt. Das ist definitiv so. Ich meine, eben, weil wir gesehen, was der Teamkollege liefert. Allerdings muss man auch sagen, sein Teamkollege ist der Fernando Alonso. Das ist eben auch noch so ein ausschlaggebender Punkt, habe ich jetzt das Gefühl. Klar würde jetzt irgendjemand anderer in dem Auto, wo, sagen wir jetzt mal, mehr Talent hätte, wahrscheinlich schon auch mehr Punkte können reinfahren. Sein bestes Ergebnis war schon das P4 gewesen, soviel ich mich mal zurückbesinne. Und ja, ich würde jetzt nicht den Stroll auf den letzten Platz setzen. Also bei mir ist definitiv halt der Nick, weil, ja, ich meine, er hat das Cockpit verloren. Man hat ein bisschen viel mehr von ihm erhofft. Man hat ja eigentlich wirklich damit gerechnet, dass er, ja, weil er bei Williams so gut abgeliefert hat, dass da auch in die Richtung etwas wie Kobe Alpha Tauri. Gut, man muss natürlich auch ihn vielleicht insofern in Schutz nehmen, dass der Alpha Tauri an sich auch nicht so wahnsinnig gut läuft. Zu Noda hat sie aber gleich auch schon geschafft, Punkte zu holen. Ja, aber von dem her ist für mich einfach halt wirklich der Nick der letzte Platz, weil er hat einfach schon auch das Cockpit verloren hat. Ganz einfach. Ja, sehe ich. Ich finde aber das Argument mit dem das Auto ist ziemlich schwach war schon für mich ausschlaggebend, weil ich bin immer noch überzeugt, der Nick hat nicht die Chance bekommen, sich zu beweisen. Und es gibt einen anderen Rookie, den ich deutlich schlechter finde von den 3 Rookies, die wir haben. Oder hatten das Jahr. Also ich stehe immer dazu, dass er
in meinen Augen unverdient, dass jetzt so schnell verloren hat. Weil mit dem Auto kannst du nicht viel dagegen machen. Ja, gut, denke, aber eben der Yuki hat es ja auch geschafft. Der Yuki hat ja, der Yuki hat es auch so geschafft. Der Yuki hat ja nicht... also klar ist jetzt das dritte Jahr in der Formel 1, aber wenn du so Gesamtrennerfahrung anschaust, hat er nicht so viel wie der... Wie der Nick. Und ja, eben, klar, ich mache immer Späßchen und sage, ja, Formula E, der Championship, der zählt ja nicht, dass es ein richtiger Championship, weil das ist ja, ja, Formula E ist Formula E halt. Aber ich meine, schlussendlich hat er ein Championship in der Tasche und ich glaube, das ist auch gleichzeitig auch so ein bisschen seine grösste Last gewesen, die er mitgenommen hat, oder sein grösster Rucksack, weißt du, wie ich meine? Weil, ich meine, du kommst in die Formel 1 und du weißt, oder die Leute wissen, hey, der ist Championship. Der Championship gewonnen in einer anderen Rennserie. Und der liefert dann so etwas ab, mit dem wartet man schon eigentlich automatisch mehr. Ja, aber da kannst du ja das Gleiche noch für einen Stroll sagen. Für mich ist wegen dem gerade der Stroll noch mal tiefer runter, weil der hat ja deutlich mehr Erfahrung in einem Formel 1 Auto. Er hat auch in anderen Kategorien Championship gewonnen. Hat oder das Argument mit dem Teammate irgendwie so durch. Ich meine, der Russell muss auch gegen Hamilton fahren, der Perez muss auch gegen Verstappen fahren. Und so grottenschlecht wie die Strolls sind so nicht. Aber schlussendlich kann ich gleich nachvollziehen. Oder er hat den Sitz verloren. Und wenn du den Sitz verlierst, solltest du eigentlich nicht so hoch oben sein. Ihr werdet sehen, bei mir ist er doch einiges höher noch. Von meiner Bewertung her. Aber ja, ich denke, das segelt eigentlich der letzte Platz ziemlich gut soweit. Mhm. Wer hast du auf dem 20? Ja, also das ist jetzt nicht böse gemeint, außerdem ich liebe ja die Person wirklich, aber ich habe auf dem 20 den Daniel Ricciardo genommen, weil ich ihn halt einfach noch nicht bewerten kann. Das ist das Problem. Mhm. Also das ist jetzt nicht so, weil ich jetzt sage, ja, er hat schlecht performt oder so, weil er ist halt einfach nur zu Rennen bis jetzt gefahren in dieser Saison und darum kann man den wie nicht richtig bewerten, wie seine Performance wirklich. Also ich würde ihn schon einfach halt rein von der Erfahrung und halt wie das Auto schon im Ungarn, im Qualifying vor Yuki hergesetzt hat, hat es halt schon einfach schon ein bisschen mehr aufgerankt als der Nick. Und sonst auch weißt, wie er gefahren ist und so. Er hat ja auch gesagt, das Feedback vom Auto sei ich hier jetzt schon besser als da, wo der McLaren geliefert hat und so. Ja, darum nehme ich ihn aufs 20. Ich würde ihn gerne schon weiter aufnehmen, aber eben, wie gesagt, es wäre schlussendlich, glaube ich, einfach nicht fair gegenüber den Fahrern, wo mehr Rennen gefahren sind in dieser Saison als er. Weißt du, wie ich meine? Darum habe ich ihn jetzt einfach mal aus 20 genommen, mit einem Sternchen hinterher, sage ich jetzt mal, dass das halt einfach, ja... Ja, man kann es nicht recht bewerten. Es ist schon... Ja, eben, es ist hure schwer zu bewerten. Darum, ich habe mir jetzt auch so von 1 bis 10 bewertet, ich kann mir jetzt einfach mal aus 1 geben. Ja, also bei mir ist ähnlich, aber die letzten 4 oder 5 Plätze mit dem 21 ist, die sind sowieso alle fast etwa gleich auf für mich. Ich habe Ricciardo 2 Punkte gegeben, das läuft dann also gerade auf P17 Uhr bei mir in der Wertung. Einfach weil er nicht mehr das Defizit hat, wie er es zum Lando Norris hatte. Das kann jetzt aber schlussendlich am Ende des Jahres werden wir es besser wissen. Auch schlichtweg einfach bedeutet, dass Norris ein deutlich besserer Fahrer ist, als das nicht die meisten dafür halten. Aber vielleicht war es auch schlichtweg einfach das Auto, wo der Ricciardo nicht können umgehen damit. Vielleicht hat er auch einfach die Pause gebraucht, die er hatte. Aber ich denke, also mehr als 2 Punkte dürfen wir ihm jetzt schon nicht geben. Bei mir läuft es nachher gerade auf 17 Uhr, aber ja, stimme ich dir eigentlich absolut zu. Also ich denke, man kann es nicht anständig bewerten, weil es ist halt einfach schwer zu bewerten, ist, weil er einfach zu wenig gefahren ist in dem Sinn. Absolut. Jemand, der ein bisschen mehr gefahren ist ja der Logan Sargeant. Ich denke, den kann man besser bewerten. Und für mich ist es ganz klar so, ich finde, trotz den 2 Rennen, die Daniel Ricciardo gemacht hat, hat der Ricciardo bessere Leistungen gebracht. Es klingt fies, aber ich habe dem Sargeant einen Punkt gegeben, was nicht gleich auf mit 2 anderen Fahrern setzt bei mir in der Wertung. Also ist P18 trotzdem, weil ich finde, für das, dass er ein Rookie ist, er fällt nicht grossartig negativ auf. Oh, er hat nicht irgendwelche grossen Spins, grosse Crashes etc. Aber ja, ich finde, als Rookie
wenn du überzeugen willst, musst du deutlich mehr machen. Das ist für mich der absolute neue Latifi. Und es würde mich verwundern, wenn er länger als ein Jahr, wenn nicht sogar zwei Jahre in der Formel 1 bleibt. Bin ich ganz ehrlich. Aber du hast ihn jetzt bei dir auf P20, oder? Nein, 18. Wer ist bei dir P20? Bottas. Okay. Ja gut, dann kommen wir nachher dazu noch. Den Sergeant habe ich bei mir auf P19. Darum habe ich gelacht, weil das ist gerade mein nächster Fahrer. Wenn ich als P19 einstufe, also wenn wir so das Ranking von und aufgehen. Bei der Fahrerwertung, by the way, ist er auch auf P19. Also von dem her trifft es relativ gut dort. Ja, was soll ich sagen zum Sergeant? Momentan, ich habe es heute auch noch auf Instagram gepostet und das ist, heute habe ich etwa 3-4 Beiträge gelesen dazu. Anscheinend sollen wirklich so recht grosse Gerüchte rumkursieren. Das hat wirklich den Mick soll anscheinend den Sergeant ersetzen bei Williams. Ich würde es cool finden. Ich würde es gut finden. Ob es wirklich passiert, ist dann die zweite Frage. Ich kann mir schon gut vorstellen, dass er noch diese Saison fertig fahren und das vielleicht einfach auf nächstes Jahr, wenn dann überhaupt der Mick wird, wieder zurückkommt und bei Williams. Weil ja, jetzt so kurzfristig wechseln, denke ich, wird nicht möglich sein. Das wäre schon ein bisschen recht straub, auch von Williams Seite her, muss ich sagen, wenn sie ja, so etwas abziehen. Von Williams, ja. Aber ja, ich sehe es gleich wie du. Also ich glaube selber halt, ich glaube, wenn du in einer Rookie-Saison bist, musst du endlich können zeigen, was du kannst. Und das kann er einfach nicht. Entweder ist es einfach das Talent, das nicht mehr leistet, oder es sind halt einfach die Fähigkeiten, die nicht mehr bringen, beziehungsweise halt einfach vielleicht auch das Auto. Who knows? Eben, es gibt so viele Faktoren. Ich habe jetzt einfach das Gefühl, er gehört nicht in die Formel 1 rein. Ich meine auch gerade das in Ungarn. Dort hat er ja sich in der zweiten oder drittletzten Runde jetzt sich noch weggespinnt gehabt, dort einfach richtig unnötig. Ja, in meinen Augen auch einfach einer, wo halt, ja, ist ein großer, ja, er hat schon auch Geld. Also ich würde jetzt sagen, er ist rein wegen dem Geld in die Formel 1 gekommen, aber es hat schon auch ein bisschen mitgespielt. Aber er ist mir nicht unsympathisch. Ich würde jetzt nicht sagen, dass er mir extrem sympathisch ist, aber er ist mir auch nicht extrem unsympathisch. Ich finde ihn einfach okay. Aber ich habe einfach das Gefühl, für die Formel 1 lange es nicht, da wo er liefert, beziehungsweise halt so, wie er ist. Ja, bin ich völlig deiner Meinung. Oder? Weil, wenn du in der Formel 1 bist, die meisten Fahrer fallen auf. Oder? Sei das in eine positive oder in eine negative Richtung. Er fällt einfach gar nicht auf, gleich wie so ein Latifi gemacht hat. Und das wird seiner Formel 1-Karriere sicher nicht gut tun. Was es ihm bei Williams sicher nicht fehlt, ist auch Unterstützung. Er hat extrem viele erfahrene Engineers, er hat auch extrem viele erfahrene Trainer dort drin. Er hat einen Alex Albon, der ja anscheinend sehr offen ist mit seinen Autodaten etc., was es eigentlich immer freilegt und ihn auch unterstützt und hilft und so weiter und so fort. Aber ich sehe nicht, dass sich irgendetwas bessert hat seit dem Start der Saison. Im Gegenteil, also, sonst bin ich in Ungarn einfach. Ja. Genau, ich würde sogar eher sagen, anfangs von der Saison hat er eher noch besser ausgesehen als jetzt Mitte, Ende Saison. Also Mitte, ja, Saison, Mensch, Mitte, nicht, von Mitte von der Saison. Meinst du nicht, ist das ein bisschen verschuldet gewesen, weil wir null Erwartungen an ihn hatten? Ich meine, was ist der P5 oder so in der F2-Wertung, wo er gekommen ist? Und mir ist nicht sogar aufgefallen. Oder P7. Und mir ist er einfach nicht aufgefallen und dann haben wir halt einfach auch null Erwartungen gehabt und er ist gekommen und hat doch nicht als letztes Finish zumindest auf die ersten paar Rennen. Und dann, ja, wir sind schon von dort herkommt. Es kann schon sein, aber ich meine, eben jetzt so auf die Dauer raus hat es ja auch ein bisschen gezeigt, eben was er so geliefert hat oder was er liefert. Und ja, also in meinen Augen eben ist es nicht Formel 1 tauglich. Klar, eben, es ist irgendwo durch, muss man sagen, eben, er ist ein Rookie und klar, man braucht vielleicht ein, zwei Saison. Ich meine, eben beim Yuki hat man ja jetzt auch lange endlich weggeschaut und die zweite Saison war auch recht schlimm gewesen und jetzt mittlerweile hat er sich gemacht. Aber es ist ja immer noch nicht so, wie es sollte sein, glaube ich. Aber ja, mal schauen, wie es beim Sergeant weitergeht. Wie gesagt, Gerüchte sind um, dass er ersetzt werden könnte. Ich denke aber nicht, dass das noch in der Sommerpause wird stattfinden, sondern erst gegen Ende Saison. Bei wem dass es auch noch ein bisschen unklar ist, ob er nächste Saison wird fahren wird, der ist momentan auf der WM-Rangliste auf P18, das ist der Kevin Magnussen. Der hat zwar 2 Punkte geholt für Haas, aber ist auch gegenüber dem Teamkollegen recht weit entfernt, was die Leistung anbelangt. Und bei mir ist der K-Mac aber auf P16 noch. Habe ich noch reingedrückt. Krass. Weil
Ich finde, dass er, ja, er hat manchmal ein bisschen so seine Phasen, wo er ein bisschen liefern kann, und manchmal hat er einfach Phasen, wo er nicht liefern kann. Irgendwie ist schwierig zu sagen. Aber gerade gegenüber vom Hülkenberg, was er halt liefert, beziehungsweise was er so an einem Wochenende bringt, vor allem mit den Qualifyings, ist er halt einfach wirklich eine Meile weit entfernt. Und darum habe ich ihn mal auf ein P16 gesetzt, weil ich finde ihn wirklich super. Ich mag ihn noch wirklich gern. Und ich glaube so, dass er eigentlich schon gut könnte liefern, aber wahrscheinlich kommt er auch nicht so klar mit dem Auto, das er hat. Kann ich mir gut vorstellen. Ja, es ist ja ein Auto, das extrem viele Probleme mit den Reifen hat, wenn man viel überhitzt. Und ja, nach 10 Runden gefühlt alle Reifensätze immer kannst wegschmeißen. Und das ist bekanntlich etwas, wo der Kevin immer ein bisschen gestruggelt hat. Ich glaube schon, dass wenn der Kevin ein Auto bekommt, wo er gut kann kontrollieren, wo ihm das zurückgibt, was er braucht, dann ist er, glaube ich, schon ein extrem, vor allem, ich sage, schneller Fahrer. Race Pace sehe ich den Hülkenberg generell vor, würde ich sagen. Aber ja. Ich denke, rein Qualifying Pace, der Magnussen kann ein sehr schneller Fahrer sein, wenn man ihm das richtige Auto gibt. Aber ja, er fährt fast seine ganze Karriere. Er muss spätestens Zeit nach Renault, ich denke auch dann schon, einfach in einem nicht guten Auto, sind wir ehrlich. Gut, er ist ja mal noch für McLaren gefahren, gell? Das vergessen die meisten. Der 2014 ist er sogar im ersten Rennen auf dem Podium gestanden. Eben genau. Nein, wegen dem sage ich auch, nach Renault oder mit Renault eigentlich hat er kein gutes Auto mehr gehabt. Ich würde vielleicht sagen, mit Ausnahme vom 2018er Haas oder 19er Inder. Das ist gar nicht einmal so hure schlecht gewesen. Da haben sie noch gute Punkte an den Absahnen etc. Auch mal ein bisschen im oberen Mittelfeld mitgefahren. Wobei 19 ist ja da mit Rich Energy gewesen, oder nicht? Ist es 19 gewesen? Ich mache immer ein Durcheinander. 18 ist das Zeit gewesen, wo er recht gefüllt hat. Ist ja mit dem Grosjean gewesen und der Grosjean ist so untergegangen. Ja, genau, richtig, richtig. Dort war ja auch der Crash in Spanien, oder? Vom Grosjean. Wo er sich so wo er sich gespinnt hat, ja, genau. Boah, das ist so ein crazy Crash, man. Zieht euch da rein, falls ihr den nicht könnt. Geht schauen, 2018 Crash Spanien Grosjean, das ist heftig. Könnt auch einfach Drive to Survive schauen, dort ist da drin. True. also für mich, der Magnussen, aber ich habe halt gesagt, von P16 bis 21 sind wir alle so ein bisschen gleichgültig. Also ich habe auf dem 19. den Magnussen gesetzt. Mhm. Also man sieht, denke ich, in dem Sinn, vielleicht auch schnell zu mir können erklären, 18, 19, 20 haben wir den Sergeant Magnussen Bottas. Wieso oder wie kann ich das rechtfertigen? In meinen Augen haben alle etwa die gleiche Leistung angebracht, aber der Sergeant ist ein Rookie. Und wegen dem habe ich ihn über die gesetzt, aber alle haben bei mir nur einen Punkt. Aber auf Bottas kommen wir dann nachher noch zurück, von dem her. Ja. Aber ist noch fair, muss ich wirklich sagen. Eben, ist wirklich fair. Der nächste in der Rangliste, oder willst du etwas sagen zum Magnussen? Ein Input, nicht zum Magnussen selber, sondern über den reinen Fakt, dass wir in der Hälfte von der Saison sind. Wir reden anfangs über Platz 18 und es fährt schon an mit Punkten. Das wollte ich einfach noch schnell reinschießen. Das ist etwas, was ich richtig geil finde. Und das macht irgendwie gar nicht so den Anschein, weil halt vorne an der Front kein fetter WM-Kampf passiert. Aber hintendurch, die Teams sind da so unheuerlich aufeinander. Es gibt kein Team, das keinen Punkt hat. Und das finde ich einfach schön, dass wir das endlich mal wieder haben. Das ist einfach etwas, was ich noch anfügen wollte. Und genau, wenn wir schon bei den Punkten sind, es gibt jemanden, der noch einen mehr hat, was mich vorher ein bisschen verschreckt hat. Und zwar ist das der Yuki Tsunoda. Dass der nur 3 Punkte hat, finde ich ziemlich krass. Aber, und das ist der springende Punkt, das ist immer ein Punkt. Das heisst, all seine 3 Punkte hat er in 3 verschiedene Rennen geholt, mit einem Auto, wo du wirklich einfach den Kübel reinschiessen kannst. Also, Chapeau, Yuki Tsunoda. Absolut Chapeau. Der hat von mir, ich weiß nicht, ob das vielleicht ein bisschen zu krasse Bewertung ist, aber ich habe ihm ein 5 gegeben. Das läuft somit auf Platz 10 in meiner Bewertung von den Fahrern, weil ich finde, der ist außerordentlich gut das Jahr am Fahren. Also außerordentlich. Für das, was man erwartet hat. Ist aber immer noch. Ist nur ein 5, ist in der Mitte vom Besten. Oder? Ja, also so gut habe ich ihn jetzt nicht geratet. Also ich finde, er macht einen guten Job. Er hat aber auch Fehler bzw. dumme Strafen teilweise bekommen. Was ich wieder ein bisschen absetzen muss vom Rating. Also bei mir lange es von der Gesamtplatzierung her, von allen Fahrern, würde ich ihn auf ein P15 setzen.
Und das heisst, du streng bewerten. Ja, nein, also ich finde schon, dass ich streng bewerte. Wenn also, ich so die nächsten paar Fahrer anschaue, schon. Ja, also, ja. Nein, schau, ich tue es schnell kurzfristig ändern. Ich setze noch auf ein P13 setze. Ich nehme noch zwei auf, schnell. Mit einer guten Begründung nachher. Aber die Fahrer müssen erst kommen. ich finde halt einfach, er macht einen guten Job, hat aber eben, wie gesagt, ein paar Fehler gemacht, die halt einfach gekostet haben, also beziehungsweise gute Platzierungen gekostet haben, vielleicht auch sogar Punkte gekostet hätten. Aber ich finde auch, gerade zum Beispiel Spa, wo jetzt gerade der AlphaTauri nicht gerade so windschnittig ist, hat er gleich auch einen Punkt geholt. Und er hat noch in Aserbaidschan einen geholt und in Australien. Also eigentlich gerade noch so auf Strecken, die sowieso ein bisschen schneller sind. Und ja, also muss man ihm höher anrechnen. Er macht sicher einen guten Job und ich finde auch, er passt sehr, sehr gut ins Team inzwischen. Am Anfang hat er immer so ein bisschen, so hat im Schatten vom Gasly ein bisschen gestanden. Aber jetzt inzwischen muss ich wirklich sagen, er passt sehr, sehr gut rein. Und ich glaube, es ist auch gerade so die Kombination zu Noda und Ricciardo finde ich auch recht cool, muss ich ehrlich sagen. Ich finde schon noch, dass es irgendwo durchpasst. Und er selber hat ja auch gemeint, er kann sehr, sehr viel lernen vom Ricciardo. Und ich glaube, so, das ist auch cool, dass du einen Fahrer in deinem Team inne hast, der so erfahren ist, wo du halt so viel kannst lernen. Ich meine, der Yuki hat schon guter Gast, ist ja auch recht erfahren gewesen. Aber ich meine, der ist ja auch nie lang immer ein Top-Team gewesen. Ich meine, Ricciardo ist recht lang im Top-Team inne gewesen und der hat halt schon natürlich brutale Erfahrung. Und by the way, hast du noch gewusst, zum Ricciardo, der ist ja nur ausgelehnt worden bis Ende Saison bei AlphaTauri vor Apple. Ja, voll. Das ist so richtig, ja, wenn der Perez es liefert, dann nehmen wir ihn wieder auf. Gell? Absolut. Das ist richtig so ein Ding, weißt du? Absolut. Ja, unglaublich. Ich sage, das kann es gar nicht sein. Ich meine, sie müssen ja irgendwo einen Wert haben. Und wenn du dich musst entscheiden zwischen Daniel Ricciardo und Nick de Vries, ich meine, die Entscheidung, dass de Vries reinkommt, ist ja schon vorher gewesen, bevor der Daniel fix wieder als Testfahrer bei Red Bull war. Ja. Und dann ist für mich das absolute logische Entscheid. Hey, du schon mal auslehnen in dein Tochterteam und schaust mal, wie er liefert. Absolut. Ja. Nein, aber von dem her muss ich wirklich sagen, Yuki hat einen guten Job gemacht. Aber ich würde jetzt nicht so hoch raten, wie es jetzt du gemacht hast. Also von dem her, das P13 finde ich jetzt noch, find ich noch realistisch für den Yuki, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja. Also die von P13 bis P21 unterscheidet halt bei mir sind 3 Punkte. Das heisst, jeder, der einen Punkt mehr oder weniger hat, kommt relativ schnell mal relativ hoch hoch. Oder? Es ist in der oberen Hälfte ein bisschen verteilter. Und ich denke, wir können auch somit auch ganz schnell zum nächsten Fahrer gehen. Für mich nämlich der Joe. Also in der WM-Rangliste, ja. So muss ich sagen. Also ist bei dir auch so. Ja. Genau, der hat ja... Die gleiche Tabelle offen wahrscheinlich. 4 Punkte, ja wahrscheinlich schon. Und er hat 4 Punkte. Für mich, generell von der Leistung her, er hat 3 Punkte verdient. Also meine Noten ist es 3 bei ihm. Und das läuft ihn halt eben auch schon auf P15. Und da denkt man sich jetzt vielleicht, what the fuck? Also der hat 4 Punkte, der hat jetzt nicht super riesige Leistungen gehabt oder etwas. Aber wenn ich die Fahrer unter ihm anschaue, De Vries, muss ich nichts sagen. Ricciardo, muss ich nichts sagen. Sargent, Magnussen und Stroll, muss ich auch nichts sagen. Wo ich vielleicht mich ein bisschen rechtfertigen muss, ist gegenüber dem Bottas. Ich bin jetzt so frech und nehme die gerade schnell im Doppelpack. Das geht ein bisschen einfacher für mich zu erklären. Den habe ich ja vorhin gesagt, habe ich auf Platz 20. Weil der Bottas hat bei mir 1 Punkt bekommen. Irgendwie habe ich das Gefühl, der ist einfach abnormal am Schwimmen dieses Jahr. Und hat er nicht in Bahrain ein richtig geiles Rennen gehabt und seine 4 Punkte geholt, dann hat er nur 1 Punkt. Und das ist ehrlich gesagt auch das, wo ich das Gefühl habe, reflektiert bis jetzt die Saison. Also der Joe als Rookie hat in meinen Augen die bessere Saison als der Bottas. Also wenn er jetzt gerade noch einen Punkt weniger hat, aber ja, gut, das ist kein Rookie mehr. Ja, stimmt, das ist kein Rookie mehr. In meinem Kopf ist es immer noch ein Rookie. Aber du weißt, was ich meine. Es ist, er hat ja. Ein Jahr unter dem Sessu, genau. Und der Valtteri Bottas hat was jetzt gleich 10 Jahre, oder? Unter dem Sessu. 2013 oder 12 ist er reingekommen, ich weiß nicht mehr. Oder ist es 11 gewesen? Mit Williams. Oder ist es noch etwas anderes? War schon Williams gewesen, ja. Williams, aber ich weiß nicht mehr, ob es 12 oder 11 war. Irgendwie so. Er muss sicher um die 10 Jahre. Und wenn du um die 10 Jahre in der Formel 1 bist, solltest du nicht von deinem im zweiten Jahr Teammate
ich würde schon sagen, ein bisschen überrumpelt werden. Auch wenn er weniger Punkte hat, ich habe das Gefühl, der Joe fällt in jedem Rennen besser auf mit besserem Racecraft. Und der Bottas ist in so vielen Rennen ist er einfach irgendwo hinten am Umgurken. 30, 40 Sekunden off the pace vom nächsten Fahrer. Und das ist beängstigend zu sehen, weil das ist ein Team, das auf ihm aufbauen will. Und mit so einer Leistung kann man nicht auf einem Fahrer aufbauen. Wegen dem bin ich noch gespannt, was das vielleicht auch für zukünftige Diskussionen dann wird geben bei Audi. Ich kann mir vorstellen, dass wahrscheinlich beide Fahrer werden weg sein in 2 Jahren. Aber das ist dann etwas für einen anderen Podcast. Ja, für einen Prediction-Podcast. Yes! Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich finde es gut, dass sie zusammengenommen ist, weil ich nehme sie alle zusammen, weil bei mir sind sie einfach auch gerade übereinander, beziehungsweise von der Position her. Ich habe den Bottas bei mir auf 15 gesetzt und den Zhou Guanyu auf 14. Weil ja, eben Bottas, ich sehe so wie du, also irgendwie ganz komisch, ich weiß nicht, was der liefert. Wobei in Ungarn wiederum sind sie ja plötzlich hure stark gewesen, beide Alphas. Keine Ahnung, was dort los war. Und nachher in Spa sind sie wieder nirgendwo gewesen. Aber es hat ja gleich nicht gelangt in Ungarn für die Punkte, weil sie einfach scheiß Strategien hatten. Und ich weiß nicht, irgendwie der Bottas. Also ich sehe es so wie du, ich glaube es nicht, dass er 2026, oder ich sehe es eher weniger, dass er 2026 bei Audi wird sein. Ich glaube, da wird eher noch jemand anderes machen. Noch. Oder er macht einen Detour und Coccarelli fahren. Ja, das wäre auch nicht unwahrscheinlich bei ihm. Ja, ich weiß nicht, ob er Rallye fahren will. Oder ob er das gerne macht. Er macht nicht. Ja jedes, er hat jede Winterbreak bis jetzt ein Rallye gefahren. Keine Ahnung, ich weiß nicht, ob er so etwas machen würde, ich weiß es wirklich nicht. Aber ich muss sagen, ich sehe es so wie du, es ist halt einfach sehr enttäuschend, eigentlich im Gegensatz zum Joe, weil eben der Joe liefert sehr gut ab und ich finde auch, dass er einen mega guten Job macht. Ich sehe halt einfach auch seine Zukunft relativ kritisch in der Formel 1, nicht wegen seiner Performance, sondern halt einfach, weil ich glaube, er ist für Audi kein Mehrwert, wenn Audi kommt. Weißt du, was ich meine? Ja, facts. Also, dort ist halt, ich glaube, Audi hier wird eher ein bisschen jemanden haben, der ein grosser Name ist in der Formel 1 und halt, oder vielleicht halt einfach eine deutsche Herkunft hat. Weil das ist für sie viel lukrativer, bin ich ziemlich sicher. Ja. Darum keine Ahnung, ob die zwei wirklich, eben, so wie du gesagt hast, bleiben in der Formel 1. Aber zu ihrer Performance dieses Jahr, eben, sind sie also wie du, Joe, sicher stärker als der Bottas, definitiv. Bottas, keine Ahnung, was der macht. Ich weiß auch gar nicht, ob der wirklich Probleme hat mit dem Auto oder einfach selber Mühe hat mit dem Auto. Ja, bis jetzt keine Ahnung. Man hat nichts. Es ist auch irgendwie gerade immer ein bisschen unter die Ohren gedunkt zu mir. Weil eben manchmal sind die wirklich so pace-technisch beide auch verdammt schlecht. Aber sag mal so, der Bottas ist doch schlechter als der Joe. Definitiv. Ja, definitiv. Da gibt es nichts daran auszusetzen. Ich würde sagen, wir gehen jetzt langsam aber sicher endlich mal weg von, ja, ich sage jetzt mal all den negativ behafteten Fahrern. Ja, das ist so ein bisschen, irgendwie bis zum 15. Platz in der Konstrukteurs, in der Weltmeisterschaft ist einfach alles, ja, so ein bisschen meh. Aber beim nächsten muss ich echt sagen, ich habe mich riesig gefreut über sein Re-Debüt oder wie man auch immer dem will sagen. Auf dem Platz 14 ist nämlich der Nico Hülkenberg. Ich habe ihm 4 Punkte gegeben, das läuft somit auf Platz 12 bei mir und ich finde, das ist absolut ein gerechter Platz. Nicht, weil er irgendwie uhuere abgeht und weiss nicht, was liefert und zeigt, aber er ist so einfach konstant. Er ist immer ums Gleiche umeinander, er ist im Qualifying schneller als der Magnussen, er ist im Rennen schneller als der Magnussen und kann einfach anscheinend besser mit den überhitzenden Reifen umgehen als der Magnussen. Und ja, ich habe das Gefühl, läuft ein Ungrad mal, wie zum Beispiel in Australien, wo er P7 gefahren ist, der Haas einfach an Orten hin, wo er nicht dürfte sein. Es ist mir fast ein bisschen ein Rätsel, wenn er nicht noch mehr Punkte hat, aber ich glaube, ganz ehrlich, der wird sich noch einige Punkte können holen können und somit ja, das erfahrene Händchen von Magnussen unnötig machen in einem weiteren Jahr. Ich sehe ehrlich gesagt eher, dass der Hulk noch wird bei Haas bleiben als bei Magnussen, wenn man ja. Die Leistung jetzt so anschaut von dieser Saison. Ja gut, also der Steiner hat ja schon ein bisschen angedeutet, dass sie mit ihm möchten weitermachen mit dem Hülkenberg. Beim Magnussen wissen sie also noch nicht, hat es geheißen. Aber ich sehe es so wie du, also Hülkenberg, also klar,
er könnte oder er hätte schon mehr Punkte verdient. Das habe ich schon als Gefühl. Aber das Auto ist halt einfach als Race-Pace anbelangt scheiße. Aber Qualifying-Pace ist einfach sehr stark. Also auf einer Runde ist er wirklich der Haas nicht schlecht. Also auch der vom Hülkenberg nicht. Oder vielleicht eben gerade die Kombination ist wirklich nicht schlecht. ich finde es einfach krass, gell? Der Typ ist eigentlich das erste Mal F1 gefahren, noch vor diesem Generationswechsel. Ist dann nachher noch gefahren da im 22 für den Vettel, der Corona hatte. Und dann hat er noch gemotzt und hat gesagt, die Autos seien so scheiße zum Fahren. Im 21 ist er auch noch gefahren für Perez. Ja, ja, aber ich meine ja, die neue Generation. Genau. Ja, true. Weil er hat gemotzt und hat gesagt, dass er, ja, die Autos seien scheiße zum Fahren. Und dann kommt er 23 in die Saison rein, als das Comeback, also das Hülkenback, 4-5 Punkte noch inzwischen oder so. Und ja, fährt eigentlich der Teamkollege wirklich in Grund und Boden. Und eben qualifying-technisch brutal, was der am ist raushält auf so gute Zeiten. Und ich meine, wie soll ich sagen, viele von euch wissen ja das vielleicht auch, dass ich halt so ein bisschen mehr für den Mick sympathisiere. Das merkt man vielleicht zwischendurch ein bisschen. Darum, ich bin nicht so happy gewesen, wo ich gehört habe, der Hülkenberg und so, weil der Hülkenberg habe ich eigentlich wirklich gerne gehabt früher. Und dass er aber den Mick ablösen, habe ich ein bisschen scheiße gefunden. Allerdings muss ich wirklich sagen, für Haas ist sicher die richtige Entscheidung gewesen, weil der Mick wäre nie dort, wo jetzt der Hülkenberg wäre. Muss man auch ganz klar an dieser Stelle sagen. Ich glaube es einfach halt, dass wenn die Race Pace doch noch ein bisschen besser wäre, beziehungsweise halt die Reifenüberhitzung, wenn sie das im Griff hätten, dann würde wahrscheinlich Haas bzw. Hülkenberg im WM-Stand vielleicht sogar auf einem 10 oben hocken. Könnte man sogar. Ja, 10 ist zwar schon ein bisschen hart, mit 35 Punkten auf Alpin dort. Ja. Aber sagen wir mal realistisch 12. Denke ich. Also ja. 2 Positionen weiter oben, könnte ich mir schon gut vorstellen. Darum, ja. Mal schauen, wie es weitergeht. Ich weiß nicht, was Haas noch an Updates im Köcher hat. Ich glaube, das grosse Update tun sie wahrscheinlich nicht mehr oder nicht gross. Ich glaube, sie fahren einfach auch mit der Saison fertig und dann heisst es wieder Fokus aufs neue Jahr, so wie jedes Jahr eigentlich. Ja, voll. Aber, es ist einfach, weil sie können irgendwie nicht mehr rechtfertigen, wie schlecht ihre Autos sind. Ja, ja, das ist so. Das ist so. Aber ja, erzähl. Was ich vor allem so beträchtlich finde, ist, wir haben jetzt sogar letztens das Video gekommen, wo sie ihre Autos gerankt haben und der sieht, der ist 35 jetzt. Mhm. Oder? Es ist klar, man kann auch sagen, ja, ein Alonso kann das auch, etc. Aber ein Hülkenberg ist nicht ein Alonso. Und er ist 35 und bringt noch so eine Leistung rein, nach 3 Jahren außerhalb von Formel 1. Ich habe damals, als er von Renault gespickt wurde, gesagt, das ist ein Schand, der darf man nicht einfach so gehen, der hat noch nicht seine letzten Jahre gehabt. Und ich bin froh, dass er zurückgekommen, weil er hat es definitiv bewiesen. Er hat noch nicht seine letzten Jahre gehabt, seine besten Jahre sind noch nicht durch. Und der mag schon noch 2-3 Jahre trotz seinem Alter noch ein bisschen machen. Hast du noch etwas zum Hulk? Nein, also gut, eben wegen Renault noch, die sie gespickt haben. Gell? Ich glaube, wenn du halt Renault als Werksteam anschaust und du weißt, du könntest einen Daniel Ricciardo haben, dann verstehe ich schon irgendwie, dass du ihn halt spickst, weil Ocon, der ist Franzos. Franzos, genau. Und darum ist der war schon relativ safe gewesen. Aber ich meine, wenn du dann nachher so einen Ricciardo, der wirklich eine starke Nummer ist, in der Formel 1 kannst holen. Und ich meine, der Ricciardo, sind wir ehrlich, dort eine Saison gehabt, und nicht gut gefahren ist. Und nachher die zweite Saison war ja eigentlich wirklich stark gewesen. Ja, also seine Renault-Jahre sind gut gewesen, das sage ich auch nicht. Aber ich habe dann schon immer gesagt, ich verstehe, sie wollen unbedingt einen Franzosen drin haben. Aber das war der Punkt, wo mir das Team einfach absolut unsympathisch geworden ist. Weil ganz ehrlich, ich finde, wenn du die Fahrer verglichen hast, hätte ich jetzt 100 Mal den Ocon genommen. Den Ocon. 100 Mal den Hülkenberg genommen gegenüber zum Ocon. Und das ist für mich ab dann so der Punkt, wo ich müsste sagen, ach, kommt. You failed, Nico. You failed him. Aber du, schau, er ist wieder back, er ist in einem anderen Team und er zeigt, dass er es immer noch drauf hat. Ja, definitiv. Das ist es. Einer, der es auch sehr drauf hat, und das ist für mich. Das war mein Übergang, das wollte ich auch sagen. Sehr geil. Genau so wollte ich es auch sagen. Geil, sehr geil.
Also für mich ist er die absolute Surprise of the Season, der Alex Albon. Klingt komisch, wäre schon P13 mit 11 Punkten, aber es ist unglaublich, was der aus dem Williams raushält. Ich setze ihn dort durch, wegen dem auch fast ein bisschen gleich mit dem Max, wenn man das so ein bisschen anschaut. Klingt jetzt so vielleicht ein bisschen übertrieben, aber wenn man anschaut, was für eine Differenz der Sargent und der Albon haben gegenüber zum Sergio und dem Max, das ist relativ eine ähnliche Sache. Und in dieser Hinsicht stellen sie auf den gleichen Ort. Dass der Albon einfach schlichtweg so viel mehr aus dem Auto rausholt und sein Teammate so in Grund und Boden fährt, habe ich erwartet, irgendwo durch, aber nicht so heftig, wie er es macht. Und für mich geht das, weil ein Surprise of the Season ist, ein extra Punkt. Ich gebe ihm ein 10, was ihn auf P2 läuft von meiner Gesamtbewertung. Ich hätte ihm sonst 9 gegeben, aber weil ich so ein bisschen der Meinung bin, ich habe es von ihm am wenigsten erwartet, dass er so gut ist, gebe ihm noch einen extra Punkt und läuft ihn auf P2 mit einem 10. Nein, also vorab muss ich sagen, ich sehe es genau gleich wie du. Also Albon, wirklich eine absolute Legende, wirklich kann man sagen, vor allem bei Williams jetzt, also, was der liefert aus dem Auto, das haben wir schon ein paar Mal in diesem Podcast gesagt, dass der halt wirklich mehr oder einfach übertrieben mehr aus dem Auto rausholt, was überhaupt möglich ist. Und mega sympathischer Dude, fährt hure gut, macht wirklich wenig Fehler. Und ich glaube, es tut Williams mega gut, er tut der Formel 1 gut. Und ich sehe es so wie du, also in meinem Ranking kommt er auf ein P4 Gesamtwertung. Weil ich sehe es doch ein bisschen realistischer wahrscheinlich als du. Aber ich sage mal P4 mit der Begründung halt einfach, weil es halt noch andere Fahrer gibt, wo halt einfach, es wäre wiederum nicht so fair, wenn ich ihn jetzt darüber rausnehme. Mit den anderen Fahrern, mit was die zu kämpfen hatten und alles drum und dran. Aber sage ich auch, Albon muss man wirklich ein Ausrufezeichen hinterher setzen. Der fährt wirklich andere Liga momentan. Und ja, weißt du, wie soll ich sagen, normalerweise sind das eben so Fahrer, die ich jetzt würde sagen, so, ja, den würde ich gerne mal in einem anderen Auto sehen und schauen, wie er dann performt. Aber ich glaube, es ist einfach, der Williams liegt immer so gut, dass er wahrscheinlich in einem anderen Auto schlechter wird performen. Ich habe irgendwie so das Gefühl. Ich weiß es nicht. Aber weißt du, okay, was ich meine? Es ist aber sehr schwierig zu sagen, weil ich meine, er war ja bei Red Bull gewesen und hat dort, klar, ist schon auch besser gefahren, das sicher als der Gasly. Aber er ist ja auch nicht, weißt du, soll ich sagen, so gewesen, dass man kann sagen, so, da ist jetzt ein guter Teamkollege für den Max. Weißt du, was ich meine? Darum sage ich jetzt so, es ist schwierig zu sagen, wenn ich ihn jetzt würde, in einem McLaren oder irgendwie, eben so, es gibt ja Gerüchte, dass ich ja vielleicht zu Ferrari könnte wechseln und so alles. Ich glaube, bei Ferrari würde er, ja, er würde schon weiter vorne mitfahren, aber würde er einen Pace können mithalten wie ein Leclerc oder irgendwie, weiß ich nicht. Oder weiß ich nicht, weißt du, was ich meine? Das Ding ist, er hat schon im AlphaTauri eine verdammt gute Saison gehabt. Er hat die halbe Season, die er hatte, hat er zu vollen Gunsten genutzt, hat wirklich viele Punkte reingeholt. Ich habe es sogar schnell auf, sogar ehrlich schnell zum Rekapitulieren, 2019. Startet mit einem 14., dann 9., 10., 11., 11., 8. und dann noch das DNF. Nachher sind drei schlechtere Rennen gekommen. Aber das ist sein Saisonstart gewesen. Also er hat wirklich einen verdammt guten Saisonstart eigentlich hingelegt. Schon damals im AlphaTauri. Wegen dem bin ich nicht ganz d'accord. Ich glaube nicht, dass er so eine Show dran ist an seiner schlechten Leistung bei Red Bull. Weil das Auto ist schwierig zu kontrollieren. Man sieht es jetzt ja auch am Perez wieder dieses Jahr, dass es einfach nur noch vom Max abgeschnitten ist mittlerweile. Schlussendlich, ich sehe ihn wirklich mit dem Rating, ich finde das fair. Ich hätte ihm wirklich 9 Punkte gegeben, wenn er nicht in einem Williams würde fahren. Das ist für mich so ein bisschen ausschlaggebender gewesen. Erstens eben, dass es für mich eine Überraschung war und zweitens, dass er halt in einem Williams fährt und sich trotzdem so Punkte raushält. Weil, sind wir ehrlich, ohne der Albon mit vielen anderen Fahrern hätten die wahrscheinlich noch gar keine Punkte.
wenn wir realistisch sind. Deswegen ja, das ist er so, für ja. mich ja, mit einem 10 besiegelt worden. Ja, eben, wie gesagt, also nichts gegen deine Bewertung. Eben, ich finde, er ist wirklich top. Und mit dem Auto und eben, wenn man die letzte halbe Saison anschaut, beziehungsweise du könntest beim Albon auch sagen, schon letzte Saison war er schon stark gewesen. Und darum, ja, ich finde es schon, ich finde es eine faire Bewertung von dir, aber für mich ist es halt einfach ein 4, sage ich halt einfach. Ein 4 ist auch anständig. Eben, also mit, wenn ich ihm 9 Punkte gegeben hätte, dann wäre er auch auf einem 4 gelandet, in dem Sinne, ja. Ich würde sagen, wir gehen zu von meiner grössten Überraschung zu meiner besitzen grössten Enttäuschung von dieser Saison, der Pierre Gasly. In der Fahrer-Weltmeisterschaft auf P12 mit 22 Punkten. Klingt jetzt vielleicht ein bisschen brutal, wenn ich das sage, aber ich finde es schon. Also ich habe ehrlich gesagt von Pierre erwartet, dass er den Ocon ja, fast ein bisschen auseinander nimmt. 2-3 dumme Fehler und irgendwie habe ich das Gefühl, dass er wie einfach nicht Selbstvertrauen hat dieses Jahr, um irgendwie gross etwas zu leisten. Und, ja, ich weiß nicht. Es ist schwierig zu bewerten. Und ich bin 7. Platz in Monaco, wo er 6 Punkte reingeholt hat. Und nachher in Belgien hat er auch nochmal 6 Punkte können holen. Ja, wäre der Bub einfach nie. Ich weiß nicht. Also, für mich ist wirklich ein bisschen die Enttäuschung von dieser Saison. Wie siehst du das? Oh, Enttäuschung würde ich jetzt nicht beim Gasly sagen, würde ich jetzt eher beim Stroll sagen, ehrlich gesagt. Ja, aber das ist ja vorprogrammiert. Ja, nein, also dem Gasly muss ich ehrlich sagen, ich habe ihn bei mir im Gesamtrating, wo hast du auf dem Gesamtrating her, bei dir? Gesamtrating ist er nur 1 tiefer als in der WM, also auf Platz 13 habe ich auf dem Gesamtrating mit 3 Punkten. Okay, ich habe ihn bei mir auf Platz 11, aber es ist noch ein Fahrer bei mir weit hinten, wo eigentlich, ja, vielleicht weißt du schon wer. Aber bei mir habe ich ihn auf P11. Ja, er ist wirklich, wie soll ich sagen, so lala. Seine Saison ist wirklich jetzt nicht so rosig. Ich meine, eben, Monaco hat er jetzt, was hat er gemacht in Monaco? Was ist eine Position? Was hast du gesagt vorher? Also 6 Punkte hat er einmal geholt. Belgien hat jetzt auch wieder 6 Punkte geholt. Ich weiß nicht. Ich habe irgendwie das Gefühl, der Alpin liegt ihm schon noch eigentlich. Wobei ihn jetzt ein Dings in Belgien hat er wegen dem Sprint wahrscheinlich viele Punkte geholt. Oder das sind wahrscheinlich einfach die Punkte aus dem Sprint raus. Ja. Das Auto würde ihm wahrscheinlich schon liegen. Aber ich glaube, er braucht schon noch mal ein Jahr. Oder vielleicht, ja, mal, er braucht schon noch mal ein Jahr, weißt du, bis er so richtig im Team angekommen ist, habe ich das Gefühl. Mhm. Weil es ist schon schwer, als Neuzugänger in einem Team gerade zu liefern. Das schaffen nur wirklich wenige Leute, habe ich das Gefühl. Also, oder auch nicht jeder. Und ich meine, der Gasly, der ist ja jetzt wirklich seit eh und je bei Toro Rosso gewesen, oder beziehungsweise bei Alfa Tauri kurz und geschaut zu Red Bull gegangen und dann nachher wieder zurückgekommen. Und wenn du nach so vielen Jahren das Team einfach kennst und weißt, wie was funktioniert und alles drum und dran, dann nachher ist da unser Auto halt auch, weißt, wie sich es verhält und so und wie es aufgebaut ist, so die Philosophie, dann ist das schon wahrscheinlich blöd gesagt ein bisschen Kulturschock. Darum finde ich es eigentlich jetzt nicht eben so, dass er Enttäuschung ist von der Saison bis jetzt. Das würde ich jetzt sagen. Klar, man hat ein bisschen mehr erwartet anhand von seinem Kaliber, wo er ist halt, weil er halt einfach halt doch schon lange in der Formel 1 ist und auch schon einen Win geholt hat und alles drum und dran. Aber ich meine eben, wenn es wirklich muss sein, kann ich ja schon auch liefern. Ich meine, eben auf einem P3 im Sprint musst du jetzt erst herfahren. Ja, also das ist ganz klar eine Ausnahmeleistung von dieser Saison. Also ich hoffe, dass ihm das auch wirklich gut ein bisschen Sicherheit bringt, dass er in der zweiten Saisonhälfte ein bisschen mehr so ein bisschen Sachen wie halt der Sprint kann leisten. Weil da stimme ich dir absolut zu, das ist eine unglaublich gute Leistung gewesen. Bis dann aber, ja, ist mir einfach nur negativ aufgefallen. Hat meistens ja, hinter dem Ocon gefinisht und ja. Ja, also es ist auch wirklich sehr, sehr durchwachsen gewesen bis jetzt, also seine Saison. Das muss man wirklich so sagen. Definitiv. Etwas, was halt einfach gefährlich ist bei ihm, was du sagst oder gesagt hast jetzt gerade mit den Dings, mit dem Team und man muss drinnen ankommen etc.
ich sehe nicht, wie es bei diesem Team noch so weiter vorwärts geht. Das obere Management lenkt dort so ab. Jetzt geht das schon wieder los. Es ist so eine Katastrophe. Und sorry, aber nächstes Jahr wird auch wieder ganz andere Leute um sich herum haben. Mich würde es wirklich nicht erstaunen, wenn das Team sogar verkauft würde werden in den nächsten 2-3 Jahren. Und dann hat er da auch wieder etwas Neues am Dings. Aber genau das ist eigentlich auch so ein bisschen meine Hoffnung für ihn, dass er sich jetzt dort drinnen so festschnitzen kann, dass er schlussendlich der Teamleader wird. Und wegen dem hoffe ich, dass die zweite Saisonhälfte wirklich deutlich besser wird. Weil ich will sehen, dass er der Teamleader wird in diesem Team. Weil in meinen Augen hat er das absolut verdient. Er ist in meinen Augen der bessere Fahrer als der Ocon. Ich finde, der Ocon ist eine gute Nummer 2. Aber der Gasly, wenn er alles zusammenbekommt, ist er in meinen Augen ein absoluter Nummer 1 Fahrer. Klar, jetzt nicht ein Nummer 1 Fahrer bei Ferrari, Mercedes oder Red Bull, aber er ist ein Nummer 1 Fahrer für ein Team wie halt Renault oder in dem Sinne Alpine ist oder kann sein. Oder? Mhm. Genau. So ja, ist schon so. Gasly. Ja, ist schon so. Also sehe ich genau gleich wie du. Und er sollte eigentlich schon vor dem Ocon sein. Also halt einfach auch die WM-Wertung und so. Aber das kann sein, weil definitiv. Wir halt wahrscheinlich schon so eine grundnegative Einstellung zum Ocon haben. Ja, voll. Obwohl er der allererste Formel 1-Fahrer ist, den ich es selber wieder mitgemacht habe. Ja, eigentlich solltest du ihn lieben. Eigentlich sollte ich ihn lieben. Nein, ich liebe den Raikkonen und den Giovinazzi mehr, weil das meine ersten Autogramme sind, die ich habe. Okay. Das ist viel geiler. Also, kommen wir zum nächsten Fahrer. Auf der WM-Rangliste auf P11 ist der Oscar Piastri. Nein, Spaß, der Piastri. kann man schon mal fix festhalten, ist sicher schon mal Rookie of the Year. Das ohne sicher Diskussion. Mal. Und bei mir landet er aber nur, ja, was heisst nur? Ich finde, das ist eigentlich schon eine faire Bewertung. Er landet auf einem P6 bei mir, der Gesamtwertung. Ja, same. Ich habe ihm 7 Punkte gegeben. Bei mir ist es genau aus P6. Weil ich finde, er macht wirklich eine Top-Leistung. Ich finde auch sehr beeindruckend, das habe ich ja schon ein paar Mal gesagt, der Gap von ihm zwischen seinem Teammate, ich rede jetzt nicht von den Punkten, sondern hat einfach den zeitlichen Gap, den er amis hat, so Qualifying, Training und auch im Rennen amis, wenn sie irgendwie nicht beieinander gewesen sind. Also er ist nie wirklich weiter weg von ihm. Und das ist schon beeindruckend, weil er halt in ein Team hineingekommen ist, wo er wirklich fix oder wirklich sehr, sehr auf ein Lando fixiert ist und nicht gerade auf einen neuen Rookie. Aber das zeigt halt einfach entweder, dass er mit dem Auto auch klarkommt und vielleicht sogar einen ähnlichen Fahrstil hat wie der Lando. Oder dass er halt einfach talentierter ist. Eines von beiden wird es sein. Und es würde mich nicht wundern, wenn es eher das Zweite ist. Weil das ist in meinen Augen ist das schon einer, der in der Zukunft irgendein könnte oder wird wahrscheinlich ein Championship holen. Wenn nicht für McLaren, für ein anderes Team. Aber da lehne ich mich schon recht wieder aus dem Fenster raus und tue das schon mal so ein bisschen predikten. Ja, nein, also finde ich auch absolut eine realistische Prediction. Ich habe ehrlich gesagt das Gefühl, dass wenn McLaren nochmal einen Schritt vorne macht, sagt das gegen Ende dieses Jahr oder vor allem dann nächstes Jahr, stellen wir uns vor, die wären schnellster ein Auto. Ich glaube, das gäbe absolut kranke Inter-Team-Championship-Fight zwischen Piastri und dem Norris. Weil der Piastri, er ist jetzt schon auf dem Level. Er braucht nicht mehr viel. Es gibt noch 2-3 kleine Sachen, die immer wieder vom Team her so ein bisschen Funksprüche, wo gesagt wird, ja, schau, das hättest du jetzt lieber so machen und. Aber an und für sich, er ist eigentlich in meinen Augen schon auf dem Level vom Lando. Mhm. Auch wenn der Lando noch ein bisschen besser gesehen hat. Da ist nicht mehr viel dazwischen. Und das wird, wenn es so wäre, dass sie die schnellsten sind, ein ganz, ganz geiler Championship-Fight zwischen diesen zwei. Die Frage ist dann eben, wer von denen wird noch bleiben oder wer geht der potenziell vielleicht sogar zu Red Bull, Norris. wäre natürlich auch mal ein geiler Move. Aber ich finde, P6 ist die absolut perfekte Bewertung. Ich kann ihn nicht tiefer oder höher setzen. Für mich ist das genau richtig so. Also ich kann ihm 7 Punkte geben. Ober ihm ist einer mit 8, unter ihm ist einer mit 6. Also ich finde, wenn ich die 3 Fahrer anschaue, habe ich es ganz klar können so einteilen, ohne Diskussion. Aber zu denen kommen wir ja dann nachher noch.
so ein bisschen der Letzte von der unteren Hälfte, auch wenn er auf dem PC ist, ist für mich der SD Beste. Wie er sich ja genannt hat, ein riesen Cringe gewesen in Monaco. Trotzdem geiles Podium in Monaco. Aber es ist halt Monaco, gell? Was willst du machen, wenn du weit vorne startest? Dann bist du weit vorne. Ich habe im Ocon 4 Punkte gegeben, also nur einen mehr als der Gasly. Er ist also bei mir in der Wertung auf P11. Eins tiefer als in der richtigen WM und ich glaube, das passt auch ziemlich gut. Also. Ja, also zum Ocon will ich ja generell nicht so viel sagen. Bei mir ist er auf P10 in der Gesamtwertung. Also eins über dran, also, beziehungsweise so wie sein WM-Stand ist. Ich habe einfach halt eins aufgenommen, weil ich halt einfach finde, er liefert besser ab als halt der Gasly. Ich meine, schlussendlich widerspiegelt sich ja auch in den WM-Punkten. Und ja, aber klar, der Monaco, die Position dort, die hat natürlich schon extrem eingeschenkt, das muss man schon sagen. Aber schlussendlich hat er einfach auch geliefert im Qualifying und das ist halt einfach auch der Grund, wieso dass er, ja, wie soll ich sagen, halt ein bisschen mehr Punkte geholt hat als der Gasly. Also klar, gut, Monaco spielt natürlich nicht nur die Eigenleistung mega, sondern hat auch Teamleistung beziehungsweise das Timing vom Qualifying ist halt brutal wichtig, dass du im richtigen Timing draussen bist und fahrst, um etwas rauszuholen. Aber sie haben es richtig gemacht bei ihm, schlussendlich. Sie haben es richtig gemacht. Definitiv. Aber mehr muss ich wirklich nicht sagen zum Ocon, weil eben das ist so, ja. Ich weiß ja, nicht, wieso? Wieso hassen wir eigentlich? Also hassen ist jetzt vielleicht über Thema, wieso haben wir den nicht so gern? Also bei mir hat es ganz klare Gründe. Für mich ist es so ein bisschen. Einerseits sein Fahrstil. Er hat immer wieder so Momente, so Crashes. Zum Beispiel der Crash in Australien mit dem Gasly. Der ist fast ein 1:1 Replika vom Crash mit dem Perez 2017 in Singapur. Ja, stimmt schon, ja. Wo er einfach irgendwie sein Auto an einem Ort hin tut, wo klar, es ist nicht sein Fehler, aber er könnte es vermeiden. Das ist etwas, was mir beim Tsunoda beispielsweise aufgefahren ist, wie er nicht mehr die Risikosituationen eingeht. Und der Ocon macht das immer noch. Das ist mal etwas, denn zum Beispiel auch ein weiterer Vorfall, der mal war, ist das mit dem Verstappen in Sao Paulo. Was war das? 2018? Ah, ja. Wo er überrundet wurde und nachher abgeschossen hat, Verstappen. Ja, genau. Er schießt den Race Leader ab. Und das war für mich der Punkt, wo ich mir so zum ersten Mal so richtig unsympathisch reingefahren ist. Und eben auch die ganze Perez-Ocon-Geschichte bei Force India. Ich war immer eher auf dem Perez in der Seite. Mhm. Und wegen dem hasse ich den Esteban. Ich finde, er ist immer ein gutes Team, ganz ehrlich, für die Leistung, die er bringt. Weil du hast vorhin hast mich gerade ein bisschen enlightened damit. Die 15 Punkte, wenn man die wegnehmen hätte, die R20, dann wäre sogar unter dem Pierre. Also von dem her. Ja, dann wäre er eigentlich 12. Ja. Genau. Er ist, versteh mich nicht falsch, er ist schon kein schlechter Fahrer drum und dran. Er ist mir persönlich einfach extrem unsympathisch wegen all diesen kleinen Vorfällen und einfach so ein bisschen sein, ja, unnötig aggressiver Fahrstil. Ja gut, ich glaube, er ist vielen nicht so sympathisch. Also, wenn ich jetzt sehe, alle 20 Fahrer stehen, wäre das wahrscheinlich einer von den Letzten, wo ich das Autogramm wählen würde. Weißt du, was ich meine? Ja, also ich glaube, der über ihm steht, würde ich noch weniger das Autogramm wählen. Oh, einfach schon nur, weil er eine Legende ist, würde ich bei ihm zuerst anstehen. Ich würde von seinem Papa eins wählen, weil einfach zum Verkaufen. Nein, einfach zum ja, weil er hat einfach wirklich etwas Geiles erreicht. Auf seinen Vater muss ich sagen, da habe ich den absoluten grössten Respekt vor dem Lawrence Stroll. Auch wenn er so ein bisschen als Arschloch betitelt wird, etc. Aber was der mit dem Team gemacht hat, das ist unglaublich. Und ja, jetzt ist einfach die Frage, was nimmt er für eine Entscheidung beim Lance Stroll? Ich persönlich will gar nicht allzu viel Zeit mit ihm verschwenden, weil ich habe ja aus Versehen schon mit ihm angefangen. Er ist ja, absolut verdient mit 0 Punkten bei mir auf dem letzten Platz. Und ja, ich will gar nicht viel mehr über ihn verlieren, muss ich ehrlich gesagt sagen. Wolltest du noch etwas abgeben zu ihm? Ja, also bei mir ist er auf P17. Also es ist immer noch vor einem Sergeant, weil halt einfach, es wäre halt eben unfair, wenn ich ihn hinter einem Sergeant hertätschen würde, rein von den Punkten her und alles. Er ist sogar noch über einem Fahrer, wo du nachher richtig übergehen. Aber Oh Gott. Weißt du, wie soll ich sagen? Der Stroll ist, ja, ich weiß nicht.
Er könnte definitiv, ja, mehr, nein, ich könnte wahrscheinlich nicht mal mehr rausholen, aber es ist, ich verstehe es halt einfach auch nicht, wieso das der noch in diesem Team ist. Klar, ich meine, das sagen ja alle, man weiß ja nicht mal, ob der Stroll einen Vertrag hat. Wahrscheinlich hat er einfach so lange einen Vertrag, wie sein Vater an der Macht ist, blöd gesagt, in diesem Team. Klar, wir haben schon ein paar Mal darüber geredet, es wird so viele gute Alternativen geben. Die Frage ist halt einfach wirklich, wann realisiert das mal der Lawrence und sagt dann einfach, hey, sorry, du kostest mir nur Geld, mehr nicht. Und ich meine, das Team in der Teamwertung, sie sind jetzt auf P3. Ich meine, die wären vor Mercedes, weil Mercedes hat auch nicht immer Glanzzeiten gehabt in dieser Saison. Ja, aber sie haben auch gleich immer beide können die Autos in Punkte setzen. Ja, und sie werden wahrscheinlich noch den Platz gegen Ferrari verlieren, wenn es so weitergeht. Mhm. Das ist das Schlimmste. Und schlussendlich ist das Ganze nur auf den Mist vom Stroll gewachsen. Weil der Alonso hat das rausgeholt, wo du kannst holen mit dem Auto, sind wir ehrlich. Absolut. Also von dem her, ja. Eben bei mir landet er auf P17. Und ja, eben, es wäre ein bisschen unfair, wenn ich jetzt auch hinten reinranken würde, weil schlussendlich ist er doch dann besser gefahren als jetzt ein Sergeant, als ein Nick. Und ja, darum finde ich das P17 finde ich jetzt eigentlich noch eine faire Platzierung für ihn. Ja, es ist schon nicht unfair, ich einfach die Schnauze voll und ich mag es nicht mehr hören. Ja, ich auch. Das ist für mich so ein bisschen das. Was für mich jetzt schon evident ist, ab jetzt macht die Reihenfolge von der Weltmeisterschaft einfach gar keinen Sinn mehr gegenüber von unseren Bewertungen, weil eben, ein Stroll ist auf P9, aber ist bei uns in der Bewertung sehr tief unter 17 und 21. Ein Lando Norris wiederum, der eigentlich auf P8 ist, der ist bei mir ganz weit vorne. Und zwar ist bei mir so ein bisschen die Überlegung gewesen, jetzt bin ich gespannt. Gebe ich noch zwei weiteren Fahrer eine 10? Aber dann muss ich sagen, nein, das ist eine 10 soll eine Schulnote 6 sein, soll es perfekt sein, soll es keine Fehler sein. Und dementsprechend habe ich im Norris ein 9 gegeben. Und er ist für mich somit auf Platz 4. Wir kommen dann später noch auf Platz 3, aber ich denke, die meisten können sich jemanden schon vorstellen, wer noch dort ist. Er ist in meinen Augen fast perfekt gefahren. Er beweist das Jahr in meinen Augen noch, dass er absolutes Championship-Material ist. Er hat vorher schon immer den Eindruck gemacht, aber für mich zementiert das Jahr eigentlich ihn als absoluten Top-Class-Fahrer, wo ich sage jetzt mal in einem gleichen Auto, wir nehmen jetzt mal den Max Verstappen weg, weil der ist jetzt absolut in seiner Prime gerade, mit allen anderen Fahrern kann mithalten. Von dem her, ja, 9 Punkte, Platz 4 für Lando Norris. Also der Lando ist bei mir, by the way, hat 69 Punkte. Also er hat... weißt du, es kommt nachher? Die Mondspielung. Also, er ist bei mir auf Platz 5, also eine Position hinter dem, was du gesagt hast, in der Gesamtwertung bei mir. Ja, also wie gesagt, Norris ist halt so, ich weiß auch nicht. Ich habe ja nie so viel gehalten vom Norris, das wissen ja auch viele von euch, weil, ja, er ist sicher talentiert, er ist sicher ein schneller Fahrer, aber ich sage jetzt halt nicht, dass er irgendwie an einen Leclerc wird herkommen, wenn der ein gutes Auto hätte. Oder irgendwie an Max sowieso nicht. An Russell, wenn es bei ihm wieder richtig laufen würde, glaube ich auch nicht. Bin ich ganz ehrlich. Und da stehe ich immer noch dazu. Also Norris ist sicher ein guter Fahrer, aber ich weiß nicht, ich finde manchmal Norris recht overrated, bin ich ganz ehrlich. Da machen wir jetzt wahrscheinlich ein paar Feinde mit der Aussage, aber es ist mir eigentlich völlig scheißegal. Weil, eben wie gesagt, er ist ein guter Fahrer, definitiv, aber ich würde ihn... Also eigentlich müsste man den Piastri vor den Norris hineinsetzen, in meinen Augen. Bitte was? Der Piastri? Da meinst du nicht ernst. Oh, der Piastri ist geben Piastri das Jahr. Nein, geben Piastri ein Jahr und er ist stärker als Norris, glauben wir es. Der Piastri ist ein Ausnahmetalent. Der wird ziemlich sicher stärker sein als Norris. Aber das Jahr, die Saison, die wir bis jetzt hatten, kannst du den Piastri definitiv nicht über einen Norris stellen. Unter keinen Umständen. Mal, eigentlich schon, weil er ist als ein Rookie. Als ein Rookie. Mit welcher Begründung? Lass mich doch ausreden, Kollege. Als Rookie nicht einmal zwei Zettel hinter einem Norris sein, wo seit 2019 der Formel 1 ist. 18, 19. Wann ist er in die Formel 1 gekommen?
Das ist beeindruckend, Kollege. Und das Auto ist komplett auf den Norris gebaut. Weißt du, wie ich meine? Sicher ist es beeindruckend, aber wer hat die grossen Punkte geholt? Wer hat generell immer die Nase vorne gehabt? Es war immer der Norris gewesen. Ja, aber das kannst du auf Erfahrung abstufen. Und weil das Auto wahrscheinlich auf ihn gebaut ist. Boah. Ja, du kannst mir jetzt nicht sagen, dass sie das Auto auf einen Rookie bauen. Weißt du, wie ich meine? Nein, das logischerweise eben nicht. Aber er hat ja nur 2 Cent. Du kannst auch nicht behaupten, dass es unfahrbar ist für eine zweite Fahrer in dem Sinn. Also, eben, ja, aber wie gesagt, das ist das, was ich vorher gesagt habe. Eben, entweder liegt es einfach daran, dass er so talentiert ist und mit dem auch zu Schlag kommt, weil er halt einfach flexibler ist. Oder das Auto ist halt wirklich gut. Aber ich glaube, es liegt am ersten jetzt, dass er halt einfach so talentiert ist und mit dem auch zu Schlag kommt. Look, das Ding ist, Norris hat schon, wo das Auto scheiße war, immer wieder Punkte geholt. Und das hat Piastri nicht wirklich gemacht. Er hat seine ersten Punkte in Australien geholt und dann noch einen in Monaco. Bis dann das Auto gut geworden ist, ich sage Österreich umeinander, ist vom Piastri nicht mehr viel mehr gekommen. Gegenüber beim Norris sind da immer wieder kleine Punkte reingeregnet. Und das ist halt. Das ist mal einerseits das und andererseits. Ja, aber schau jetzt, Baku war Spring gewesen. Und Dings und Monaco musst einfach fahren. Also wenn du musst einfach eine gute Qualifying Pace haben, das ist alles. Ja, schon, aber es macht ja gleich keinen Sinn. Ein Norris macht 12 Punkte in Österreich, ein Piastri macht 0. Nachher in England ist der Norris ganz klar vor und der Piastri ist nicht näher an ihn gekommen. In Ungarn auch nicht. In Belgien, in meinen Augen, es ist nicht ein Fehler, aber es ist einfach dumm passiert, das Auto vielleicht nicht ganz an der richtigen Stelle, da lernt man vielleicht für die Zukunft etwas daraus raus. Gut, Ungarn ist das Auto kaputt vom Oscar. Ja, aber wieso ist Unterbodenschaden gehabt? Woher kommt der Unterbodenschaden? Weiß ich doch nicht, du hast nicht über den Curb gerasselt, weiß ich doch nicht. Aha. Aber kannst, ja, aha. Aber Kollege, eben wie gesagt, aber da bin ich jetzt einfach so frech und da lehne ich mich zurück und sage, ich hatte einen Rookie. Ja, schon. Verstehe mich nicht falsch. Absolute kranke Season. Das wird eine von diesen Rookie-Seasons sein, wo in die Geschichte wird eingehen wird. Weil der wird safe noch ein Podium holen. Wenn nicht sogar noch ein Win, je nachdem, wie sich die Season so ein bisschen entwickelt. Wobei ich nicht so viel Hoffnung habe, dass irgendein anderes Team noch Wins hat, außer Red Bull, aber vorweg. ich kann aber den Piastri, also ich sehe nicht, wie man den kann über den Norris setzen diese Saison. Das sehe ich nicht. Da sind wir mal, da scheiden sich wieder die Geister. Ja, das ist aber richtig so. Ich glaube. Du bist einfach ein Norris-Fanboy, das ist nein! Oh Gott, ich hurre erfüllt. Nein, weißt du, ich finde halt einfach, also eben, weißt du, ich will da wirklich niemandem zu nahe treten und soll sich wirklich niemand angegriffen fühlen wegen dieser Aussage. Aber in meinen Augen ist der Norris einfach seit Jahren einfach extrem overrated, teilweise. Ich sehe schon, dass er Talent hat. Ich sehe schon, dass er gut fährt und alles. Es ist nicht so, als würde ich es nicht sehen oder nicht verstehen. Aber in meinen Augen ist er halt einfach auch irgendwo durch extrem overrated und wird im Team ein bisschen, also nicht gerade wie ein Gott behandelt, aber er wird schon auf Hand getragen. Verstehe ich nicht. Also für mich ist klar, ich sehe das Resultat, ich sehe, was Norris macht. Ich finde, er ist ein sehr, sehr grosses Talent. Aber ich glaube, die beste Art, wie wir die Diskussion settlen können, ist ganz einfach mit einer kleinen Umfrage. Tönt doch bitte selber bewerten, wer ist für euch der bessere Fahrer? Der Lando Norris oder der Oscar Piastri im Spotify? Ims. Bei Spotify gibt es eine geile Funktion. Wir werden eine kleine Umfrage dazu aufschalten. Oh, dann gehen wir zum nächsten Fahrer. Genau. Dann gehen wir weiter. Auf P7 der Driver Championship ist der Carlos Sainz Jr. im Ferrari. Und der ist bei mir auf, das muss ich schon suchen, dort ist er auf Position 9. Also gerade ja, dort ist er. vor Ocon eigentlich. Ja. Sainz macht halt Sainz-Sachen, irgendwie Ferrari macht Ferrari-Sachen. Ich weiß nicht, irgendwie so. Ich finde immer noch, dass Sainz, finde ich jetzt zum Beispiel persönlich, finde ich ein bisschen underrated. Ich glaube, der wäre schon ein recht gutes Kaliber noch, aber nicht bei Ferrari.
Der hat eine gute Saison gehabt bei Ferrari. Das war dort, wo er zu Ferrari kam. Dort hat er nämlich auch Leclerc recht gut einheizen können. Ist auch vor ihm sogar in der WM. Aber ja, nachher ist halt auch wieder mit Dank Binotto und alles mit dem Fokus dann ein bisschen auf den Charles gegangen. Und der Sainz, du merkst schon richtig, ist halt einfach nur der zweite Fahrer bei Ferrari. Du auch. Das trifft es ziemlich gut. Also, Sainz macht Sainz-Sachen, Ferrari macht Ferrari-Sachen und er ist einfach der zweite Fahrer. Das ist ja eine perfekte Beschreibung von seiner ersten Saisonhälfte. Also für mich ist er auch auf Platz 9. es tut mir so weh für das bisschen Ferrari-Blut, das ich mir drin habe. Das ist so ein bisschen, ich unterstütze das Team ja auch gerne. Aber es ist einfach... Es ist schlimm. Also ich will gar nicht wissen, wie es sich anfühlt als full-fledged Ferrari-Fan. Das muss eine absolute katastrophale Zeit sein. Weil es ist einfach letztes Jahr schnell wieder Hoffnungen, jetzt ist es wieder katastrophal. Und also ich kann den Sainz, aber auch den Leclerc nicht blamen für ihre Punktestände, die sie jetzt haben. Oder weil es ist ganz klar einfach das Auto, wo nicht reicht, wo nicht für mich halt reicht, oder? Und das ist... Ja. Es ist schade. Ich weiß nicht, wie fest ich dir zustimme, dass der Sainz schon aus rechtes Kaliber ist. Ich glaube, er ist nicht schlecht. Ich finde, er ist aber eigentlich bei Ferrari gar nicht so einen schlechten Punkt. Ist schon im Leclerc sein Team, verstehe mich nicht falsch, aber ich finde, er hat nicht so schlechte Chancen, auch halt einfach mal den Grind durchzustieren, seine Meinung zu sagen und sein eigenes Ding durchzuziehen. Aber er hat gegen den Leclerc bis jetzt relativ weniger oft, als das ich es von ihm erwartet habe, bewiesen, dass er schneller ist. Und das ist halt so ein das. Er hat es schlichtweg nicht so oft bewiesen, wie ich es von ihm erwartet habe. Ja, gut. Man muss sagen, der Punktendifferenz zwischen Carlos und Leclerc ist jetzt auch wirklich nicht gross. Ja, in dieser Saison. 7 Punkte. Mhm. Aber wie gesagt, ich glaube, 21 ist er zu Ferrari gekommen, oder? Oder ist es 20 gewesen? 21 ist es. 21 ist es. Und der hat er ja eine Kur geliefert. Das war seine erste Saison bei Ferrari und ist schneller als Charles. Vielleicht halt auch dort, weil es noch die alte Generation war. Gell? Vielleicht kann er einfach mit denen besser. Möglich, ja, das ist so. Ich finde halt einfach schon auch, und ich glaube, wenn ich das sage, stehe ich auch niemandem auf die Füße, aber der Sainz wird nie mehr oder ist halt einfach so der typische Average Formel 1 Fahrer. Also, das ist einfach der Durchschnitt. Ja, slightly above average, würde ich sagen. So ganz da würde ich jetzt sogar nicht einmal sagen. Da würde ich jetzt eher, keine Ahnung, wer nehmen. Also ich finde, wenn man würde sagen, er ist ein typischer Mittelfeldfahrer, finde ich, er ist sicher einer der besten Mittelfeldfahrer. Ja, also er ist sicher, denke ich, besser als ein Ocon, besser als ein Gasly, womit so die als Average nehmen. Hülkenberg, ja, Magnussen, ja, würde ich auch sagen. Ja, dass er so jemand dort schon ein bisschen stärker ist als die. Besser als der Albon? Ich glaube es nicht. Das ist schwierig, gell? Ich würde jetzt so sagen, nein. Ich glaube es eben auch. Ich glaube jetzt eben auch mittlerweile nach dem, was ich von dem Jahr gesehen habe. Vorher hätte ich schon gesagt. Aber nach dem Jahr würde ich glaube so der Alex ehrlich gesagt über uns einstellen. Ja, ich glaube, wenn du den Elben in einen Ferrari setzen, dann sind es wieder so, was wäre wenn und so halt. Aber ich glaube, Albon im Ferrari innen. Stell dir vor. Ich glaube, der wäre schon näher am Charles als der Sainz. Da habe ich ziemlich ein gutes Gefühl, wenn ich so an das denke. Wahrscheinlich nicht viel. Er wäre näher, aber wahrscheinlich... Ja, aber gut, ja. Eben, da muss man auch wieder sagen, Ferrari baut natürlich auch das Auto um den Charles auf. Und das ist nicht gelogen. Ja. Ich meine, sie haben ja schon wieder ein 5-Jahres-Contract, wo sie mit ihm ausdealen sind. Also, ja, gut, eben, das sind so Gerüchte halt, gell. Ich meine, vor ein paar Tagen hat es geheißen, 2 bis 3 Jahre. Und dann hat es plötzlich geheißen 5 Jahre, dann hat es wieder geheißen, ja nein, Red Bull hat angefragt am Charles anscheinend. Und noch Mercedes auch, hat auch und angefragt. Das geheißen, nein, stimmt nicht. Also das ist jetzt der letzte Stab, den ich weiss, ist, dass Mercedes und Red Bull den Charles angefragt haben. Ich habe gehört sagen, dass das mit Red Bull überhaupt nicht stimmt. Eben, wie gesagt, du kriegst so viele Sachen um den herum. Wahrscheinlich wird es so sein, dass er bei Ferrari bleibt. Aber ich denke nicht, dass es einen 5-Jahres-Vertrag wird geben. Ich denke eher 2. Also wenn es einen 5-Jahres-Vertrag gibt, dann wird es richtig kranke Ausstiegsklauseln haben. So im Sinne von,
wenn wir dir nicht ein Auto liefern können, wo du mindestens in der Top 4 bist am Ende des Jahres, kannst du gehen. Ja, das könnte ich mir schon auch vorstellen. Also da wird ziemlich heftige Klauseln drin haben. Ja. Ich glaube auch, wenn es nur ein 2-Jahres-Contract wird sein, wird es ziemlich heftige Klauseln drin haben, weil irgendwie glaube ich ihm schon, wenn er sagt, er will unbedingt mit Ferrari in Championship gewinnen. Aber irgendwie will er sich auch seiner Karriere nicht antun, habe ich so das Gefühl. Genau. Und ich denke, ausschlaggebend ist jetzt ganz klar, was der Freddy mit dem Team macht. Und das ist ehrlich gesagt das, was mich immer noch ermutigt. Ich habe das Gefühl, man sieht, dass seine Leadership eine gewisse Ruhigkeit, eine gewisse Gelassenheit reingebracht haben. Es passieren weniger dumme Fehler. Ich denke, operationell hat er jetzt schon einiges können auskorrigieren, der Fred Vasseur. Ja, meine, schau schon mal Pitstops an. Die sind einfach die zweitschnellsten Pitstops gehabt über die erste Saisonhälfte. Und das zeigt eben auch, dass es ist nicht nur Übung und Können von den Engineers, sondern schlichtweg einfach Koordination und Organisation innerhalb des Teams, wo schnelle Pitstops in dem Sinne das Resultat dafür können sein. Auch Strategien sind meinen Augen viel besser gelöst worden, immer noch auf eine Ferrari-Art und Weise. Immer noch, dass sie die Fahrer die Engineers überreden. Aber trotzdem funktioniert es für das Team, das es ist. Und es stimmt ehrlich gesagt zuversichtlich. Und wenn die Aussage von Fred Vasseur stimmt, dass der nächste Ferrari nächstes Jahr 7 Zehntel schneller wird sein, dann darf ich meine Ferrari-roten Brillen anlegen und vielleicht mal wieder ein bisschen Ferrari fiebern. Dann mache ich dann wirklich einen Verfolgsfan. Da kann ich jetzt schon ankündigen. Wenn die mal wieder vorne mitfahren, dann will ich, dass die gewinnen. Aber es liegt einfach ein bisschen daran, dass ich immer die Underdogs unterstützen will. Und dünn fies, aber momentan sind Ferrari einfach Underdogs, wenn sie mal vorne mitfahren. Ja, das hat schon etwas, definitiv. Dann gehen wir weiter zum nächsten Fahrer. Würde ich sagen, jetzt haben wir halt mega über den Charles geredet, aber es kommt noch einer dazwischen, zwischen den beiden Ferraris, und das ist George Russell auf P6 in der WM-Tabelle. Bei ihm muss ich sagen, ich bin ein bisschen enttäuscht gegenüber von der letzten Saison, weil letzte Saison hat er eigentlich noch recht gut geliefert und hat ja eigentlich auch den Hamilton, den Goat of, weiß ich was, hat er besiegt. Und jetzt ist er doch recht am Struggle. Also er kommt doch wirklich schlechter mit dem neuen Mercedes-Spec klar als der Hamilton. Und bei mir ist in der Gesamtwertung dementsprechend auch nur wirklich auf einem P7 oder auf einem P7. Also ja, ich weiß nicht. Ich meine, wenn man so sieht, wo der Hamilton damals fährt und wo er fährt, hat doch ein bisschen mehr Mühe. Jetzt stellt sich halt auch wieder die Frage, ist das Auto mehr um den Hamilton aufgebaut worden oder an was liegt es? Also ich kann mir schon vorstellen, dass man ein bisschen mehr auf den Hamilton das mal wieder ein bisschen gebaut hat. Wobei halt eben das letztjährige Auto eine komplette Flaute war. Ich glaube, Mercedes hat halt einfach allgemein, was Auto, Chassis anbelangt, immer noch recht viel Probleme. Ich glaube, das Einzige, was halt bei ihnen wirklich gut funktioniert, ist halt der Motor selber mit Dingens, kann ich sagen, mit Stabilisierfähigkeit. Halt einfach, das Auto liegt nicht so schnell ab, sage ich jetzt einmal. Die Türen sind stark, das ist so. Aber ich meine, wann war das letzte Mercedes DNF gewesen, motorentechnisch? Also, beim Russell war in Kanada ein DNF gewesen. Aber nicht motorentechnisch, oder? Was war das denn? Ich weiß gar nicht. Ah, dort hat er ja, nein, dort hat er einen Crash gehabt und dann ist er noch recht lang gefahren und dann hat er retired. Eben, gell? Und also ich mag mich echt nicht erinnern, wenn Australien, was war dort? Hat er dort auch noch? Oh, Crash. Nach der Red Flag. Ist es dort auch Crash gewesen? Oder mindestens sagt der Muster ab von den Punkten. Ja, aber der Mercedes ist wirklich sehr zuverlässig. Ja, er ist sehr zuverlässig und das widerspiegelt sich auch beim Russell, seinem Teamkollegen. Der hat bis jetzt immer Punkte holen können, jedes Rennen. Das ist schon krass. Das ist er, der Alonso und der Verstappen die Einzigen, die das so haben. Und das erstaunt mich jetzt aber auch, ehrlich gesagt, nicht so, dass es ausgerechnet die drei müssen sein, wo die Statistik haben. Aber ja, beim Russell, ich denke, was es ziemlich gut beschreibt, ist, es ist so ein bisschen ein Season. Es ist so ein bisschen, er fällt nicht extrem positiv auf. Es ist so ein bisschen ähnlich wie beim Sargent, das passiert nicht viel Negatives, aber auch nicht viel Positives. Er ist nicht schlecht, er hat immer wieder ein bisschen Punkte, aber er hat noch nicht so ein Standout-Race gehabt, wie zum Beispiel letztes Jahr Sao Paulo, wo er die ganze Show für sich beansprucht hat, sind wir ehrlich.
ich denke schon, dass es noch kommt. Das Auto ist aber halt auch deutlich anders. Und sie haben ganz klar auf Hamilton gelassen, auf sein Feedback. Sie haben das Auto gegenüber von seinem Feedback einfach umbauen. Mal schauen, was sonst noch für das Auto kommt und mal schauen, was der Russell sonst noch daraus holen kann. Ich finde, Luft nach oben trifft es, glaube ich, ziemlich gut. Einfach ja, das trifft es wirklich gut. Gehen. Ja, definitiv. Luft nach oben beim weiteren Team, beim letzten Fahrer von dem Team oder beim zweiten Fahrer von dem Team, wo wir vorhin schon geredet haben, eben der Charles Leclerc. Die sind jetzt eben, ich nehme jetzt gerade so schon die Diskussion rein, bei mir alle so ein bisschen ähnlich. Und zwar habe ich es eben so, dass der Sainz auf dem P9 ist mit 5 Punkten, der Russell auf P8 mit 6 Punkten und der Leclerc habe ich auch 6 Punkte gegeben. Wo ich mich aber habe entscheiden musste, ja, welcher von diesen Fahrern hat die bessere erste Hälfte gehabt. Habe ich nur schnell mich zurückbesinnen an Aserbaidschan, wo er ein Doppelpole gefahren hat. Also einer ist Pole im Qualifying und nachher Pole im Sprint. Und das ist halt doch auch schon beträchtlich. Also ich hatte ehrlich gesagt schon das Gefühl gehabt, dass er im Sprint ja, eigentlich die Führung wird verlieren, dass er nicht nochmal auf P1 fährt. Er hätte das viele Punkte können einholen das Wochenende. Das ist für mich so ein bisschen Standout-Wochenende und das ist etwas, wo der Russell halt einfach nicht geliefert hat, so ein Standout-Wochenende. Ja, ich glaube, der Charles beweist immer wieder, dass er ein höchstes Kaliber an Fahrer ist, dass er wirklich sehr stark ist. Bis jetzt, außer erinnere mich daran, noch keine grossartigen groben Fehler passiert, keine blöden Crashes. Auch nicht, dass mir etwas aufgefallen wäre. Ist er nicht also, in Miami blöd zweimal abgeflogen? Mal in Miami ist er zweimal ja, abgeflogen. Ja, stimmt. Aber dort war es auch blöd, gewesen, weil scheiß Balance, plus es ist ein riesiger Windgast, der dann noch kam. Aber trotzdem hat ja. Es geschafft, zweimal die gleiche Kurve. Genau, es ist schlussendlich gleich zweimal die gleiche Kurve ja. Passiert. Das ist das also, stimmt, ja. Bei mir ist der Leclerc und der Russell ist bei mir gerade umgekehrt. Bei mir ist der Leclerc auf 8 und der Russell auf 7. Bei mir ist es wirklich... Also, weil beide haben 99 Punkte. Ich finde, beide haben eine gute Saison gehabt. Also gute Saison, ja. Sage jetzt mal so, ja. Es könnte besser sein, aber Luft nach oben, definitiv. Aber es ist okay. Ich sehe es auch, so wie du gesagt hast, eben halt Aserbaidschan ist für den Leclerc das gewesen, der rausgestochen hat, aber das war es ja auch wieder gewesen dann. Also weißt du, es ist so, ich meine, jetzt in Spa hätte er eigentlich einen richtigen Punkt holen können. Aber es ist so, ja. Also man kann sie halt wirklich einfach gleichstellen. Sind ja, wir wirklich. Aber also. ich ja, jetzt kommen wir wieder, jetzt kommen wir schon wieder die Kommentare. Ich sehe schon, Mercedes. Nein, es hat nichts mit dem zu tun. Ich finde den Leclerc finde ich viel sympathischer als der Russell. Sieht besser aus auch. Und das hätte ich nämlich schon höher ranken. Aber ich finde einfach irgendwie so, allein Ferrari macht es besser. Darum muss ich ein bisschen abnehmen. Beziehungsweise ist für mich auch der Russell weiter vorne. Ja, sehe ich. Ich sehe so cool, wie meine Instagram-DMs wieder mit Hate-Kommentaren sind. Als ich das erste Mal ein Foto posten kann mit 8-facher Champion. Hey, wie das da für Kommentare kommen sind, die sind bodenlos gewesen. Wirklich. Ja, dann wollen wir das doch noch ein bisschen boosten. Sag mir doch mal, wo du den vierten Rangliste stehend in der Lewis Hamilton bei dir eingeordnet hast. Was hast du ihm für eine Punktzahl gegeben? Dem habe ich ganz einfach ein 10 von 10 gegeben. Wirklich? Also, nein. Das ist richtig so Benzin ins Feuer am Schiessen. Ich sehe es realistisch. Also, bei mir ist der Hamilton auf P2. Weil am Anfang richtig ein Struggle auch kam mit dem Hurenklapf. Und danach, wo der Baseback kam, hat er wirklich Kurven bekommen. Und er hat gute Rennen gehabt, er hat gute Überholmanöver gehabt, er hat einen Pole mit dem Schießklapp geholt in Ungarn, wo sich mega viele Leute auch darüber gefreut haben, ich eingeschlossen. Und darum für mich P2. Muss ich nicht mehr dazu sagen. Okay. Okay. Dann tue ich die nächsten zwei Fahrer auch gerade in meiner Gruppe besprechen, weil das macht für mich nicht ganz so viel Sinn. Also, ich sehe schon ein, der Hamilton hat wieder eine sehr gute Saison. Er ist immer noch voll dabei. Also versteht mich nicht falsch. Er ist bei mir trotzdem
mit 8 Punkten auf Platz 5. Weil ich sehe, wie ich vorhin schon, oder wie ihr vorhin schon gehört habt, der Norris für mich hat eine unglaublich gute Saison und eben auch der Alonso hat eine unglaublich gute Saison. Dass jetzt der Aston die letzten paar Rennen ein bisschen abgestiegen ist, da kann der Alonso halt nicht viel dafür. Aber ich finde, das zieht nicht von seiner Leistung weg. Er holt irgendwie immer in meinen Augen das Maximum aus dem Auto raus und ich sehe nicht, wie man den Alonso nicht vor dem Hamilton haben kann. Vor allem, wenn man die ersten 5 Rennen anschaut. Also, einfach 5 Rennen am Stück, immer 15 Punkte reingeholt. In Monaco sogar 18 dann noch reingeholt. Also eigentlich die ersten 6 Rennen sind einfach wieder mal so eine Ausnahmeleistung gewesen. Und mit einem anderen Auto wäre Alonso ganz klar Championship am Führen. Oder? Und das ist etwas, was ich jetzt vom Lewis nicht behaupten könnte. Was aber beim Lewis sehr, sehr stark ist, ist, ja, hat auch wieder, wie konstant das er fährt, oder? 10 Punkte, 10 Punkte, 18 Punkte, 10 Punkte, 8 Punkte, 13 Punkte, oder? Es ist immer etwa gleich umeinander und da kommt immer wieder so eine P2 oder eine P3 rein und eben auch Pole in Ungarn war einfach eine absolute Meisterleistung gewesen. Ich meine, 9 Pole Positions auf einer Strecke, die Leute lieben den dort und zu gutem Recht, also der ist so ein bisschen der König von Ungarn, würde ich behaupten. Immer noch ein sehr, sehr guter Fahrer, aber ich sehe Alonso deutlich vorne. Und eben, wie schon gesagt, Alonso bei mir auf P3, Hamilton bei mir auf P5 mit einem schönen Norris-Sandwich. Okay. Also der Alonso ist bei mir auf P3. Ist einfach kein Sinn da. Der Grund, also ich muss wirklich ehrlich sagen, ich habe schon auch überlegt, dass ich Alonso vor Hamilton nehme. Aber der Grund ist eben halt wirklich das, rein Theorie, also rein nur, weil der Hamilton Pole geholt hat, so jetzt in Ungarn, hat das bei mir nochmal ein bisschen rausgestochen. Klar, ich wollte es nicht abreden, dass der Alonso, dass die Haufen P3 und P2, die er geholt hat, dass das einfach gewesen wäre. Also ich meine, das ist auch für ihn nicht so einfach gewesen, beziehungsweise mit dem Auto, das so also herstellen, ist sicher eine Ansage auch. Aber ich finde halt einfach, ich glaube, das Auto hätte hier und da, gut, eben, da muss man auch wieder sagen, kann natürlich auch Teamseite ein bisschen Fehler gewesen sein, weil Aston ist jetzt, was so Strategie anbelangt, wahrscheinlich nicht gerade der Hirsch. Aber ich meine, man hätte auch wahrscheinlich schon mal können, das Auto irgendwie auf einen Pool können setzen am Anfang. Oder irgendwo. Weil der Alonso ist ja wirklich, was Speed anbelangt, nicht am Red Bull gewesen, Anfangssaison. Oder sonst auf welchen Strecken, gerade zum Beispiel Monaco. Klar, der Red Bull läuft gut, aber es hat ja wirklich wenig gefällt. Ich glaube, wenn er dort Pole gehabt, die wäre bei mir auch von einem P2, bin ich ganz ehrlich. Aber eben, das sind schon am Ende auch irgendwo durch ein bisschen unsere eigenen Meinungen, die wir haben. Wie gesagt, Alonso, was ich ihm vom Herzen würde gönnen, ist, dass er das Jahr noch einen Win holen mit Essen. Das gönne ich ihm vom Herzen, dass er das würde schaffen. So geil. Mindestens ein Pole und wirklich noch mindestens ein Podium, also beziehungsweise ein Win, meine ich. Das wäre wirklich geil. Einfach nur, ich möchte nur dem seine Emotionen miterleben, was der dort nachher so durch den Funk durchgeht und so auf dem Podium was abgeht. Das möchte ich einfach nur gerne sehen. Und ja, vielleicht haben wir Glück und wir sehen es noch, weil es kommen schon Updates für Aston. Ich hoffe einfach auch, dass sie wirklich die richtige Richtung entwickeln. By the way, hast du mitbekommen, dass sie ja am Überlegen sind, dass sie in der zweiten Saisonhälfte ja jetzt das DRS im Qualifying abschaffen? What? Aha, ja, doch. Ja, ja. Ah, ja, also aber Instagram habe ich nur von Aston Martin. Aber nein. Das habe ich auch bei mir im Instagram gepostet. Aber sie möchte ja das jetzt wahrscheinlich, also ich denke, wird das nächste Jahr stattfinden. Aber dann wäre die Differenz, die Red Bull würde rausholen mit dem DRS, wäre eigentlich fast nicht mehr rum. Weil Aston läuft schon recht gut ohne DRS. Und aber das ist halt. Sorry fürs Drehen, aber das ist dann wieder die Frage, oder? Macht man das, wenn man es generell will? Hat man das gemacht, wenn Red Bull nicht so weit vorne wäre? Und ich finde das immer ein bisschen schwierig, während der Season etwas zu verändern, wo ganz klar ein Team wird benachteiligen. Und da will ich jetzt nicht Red Bull Fanboy. Ich weiss, ich unterstütze das Team schon ein bisschen mehr als andere, aber ich fände das gegenüber der Competition nicht fair, weil sie haben das Auto so geil gebaut und jetzt irgendwie künstlich versuchen, sie zurückzuholen als organisierender Körper, finde ich ehrlich gesagt
ja, fände ich sehr schwach. Ja. Aber ja. Nein, also ich sehe genau gleich wie du auch. Also eben, wie gesagt, das, also, da, die Idee ist ja nur gekommen, weil eben Rapper so stark ist. Weil eben, das haben wir ja auch schon ein paar Mal gesagt in den Podcast oder auch schon, weiß ich wo, haben wir es auch schon ein paar Mal erwähnt. Ich meine, Mercedes hat auch 7 Jahre oder 8 Jahre lang brutal dominiert in der Formel 1. Aber sie hatten nie den Vorsprung gehabt, wie jetzt Red Bull das hat. Und ich meine, da muss man jetzt sagen, so, ja, Red Bull, also klar kann man, ja, nein, was wollte ich sagen, schlussendlich hat Red Bull den Job richtig gemacht und die anderen haben es nicht richtig gemacht. Das ist einfach so. Und ich meine, klar, ich bin jetzt wirklich nicht Red Bull-Fan. Oder ich sage jetzt einmal, ich bin halt auch eher der, der gerne mal so ein Team unterstützen, das jetzt halt eher ein bisschen hinten nachfällt, weil ich freue mich halt einfach mehr für die, weil die Emotionen, die die Teams halt dann nachher so die Leute in der Garage auch verbreiten, das kommt ganz anders über als ein Team, das die ganze Zeit immer gewöhnt. Ich meine, das ist aber auch normal. Schlussendlich, das ist auch ein bisschen menschlich, man gönnt es denen nie, die immer gewinnen. Das ist normal. Aber man muss dann einfach halt auch Respekt erweisen und halt einfach sagen, hey, die haben es richtig gemacht, die anderen haben es nicht richtig gemacht. Jedes Team könnte dort stehen, wo Red Bull ist, wenn sie es richtig gemacht hätten. Aber eben schlussendlich musst du halt auch die richtigen Leute haben. Red Bull hat halt die richtigen Leute. Du musst halt so viele Sachen schlau machen. Und Red Bull ist halt irgendwo durch, halt einfach sehr schlau. Und wieso sollte man dann nachher die irgendwo einschränken, nur weil sie es richtig gemacht haben und die anderen nicht? Klar, man sagt dann so, ja, es ist eintönig, es sind immer nur der gleiche. Aber es ist halt normal, dass es halt irgendwie immer Eras gibt, wo einfach gewisse Teams einfach brutal OP sind und gewisse nicht. Das ist immer schon so in der Formel 1. Ja. Aber es ist halt jetzt durch Social Media alles viel stärker geworden als in den letzten paar Jahren. Ah ja, das auf jeden Fall. Was ich einfach ein bisschen schade finde, ist, dass das viel zu wenig Leute einfach auch so ein bisschen das wie gar nicht können geniessen. Das klingt vielleicht blöd, das ist, ich meine, es ist Dominanz, ist doch langweilig, wenn immer der gleich gewöhnt. Ja, schon. Aber ich kann während der Mercedes-Dominanz von Formel 1 schauen, nicht, weil ich geile Championships gefunden habe, sondern weil ich einerseits halt einfach auch das hintendurch gesehen habe, weil ich gesehen habe, was andere Teams auch noch leisten können. Es ist auch ein geiler Ansporn, zu wissen, dass vielleicht, ja, welches Team schafft es jetzt dann endlich, die anzugreifen. Und wenn es dann soweit ist, du weißt noch meine Reaktion, wo der Max Verstappen die Championship gewinnt hat. Wir haben ja einen Livestream gemacht. Hey, ich bin ausgerastet. Nicht, weil ich das so unhure geil gefunden habe, dass der Max gewinnt, sondern einfach, weil ich es so geil gefunden habe, dass mal wieder jemand anders gewinnt. Ja gut, das ist, die das Entscheidung ist, dort, da kann man sich streiten. Kann man sich streiten, ist. Aber wenn wir die alte Entscheidung würden weglassen, es ist ein abnormal geiles, nicht nur das Championship-Finale, sondern ein abnormal geiles Championship gewesen. Und es hat Spass gemacht. Also ich hätte es im Hamilton genauso mögen können wie mit Max Verstappen, aber ich bin natürlich mit Max Verstappen dann noch mal ein bisschen mehr ausgerastet, weil ja, ein bisschen weit Bias und ein bisschen weit eben auch so ein Underdog hat endlich wieder mal gewonnen. Oder? Und das ist das, was du vorhin angedeutet hast. Es ist einfach menschlich. Wir gehen es denen, die es halt gerade nicht so verdient. Und ein anderer Aspekt ist halt also ein bisschen, was wir jetzt hier gerade erleben, ist Geschichte. Absolut Geschichte. Das ist etwas, wo wir zuletzt mit McLaren in der alten Senna-Zeiten mal gesehen hat. Man hat es gesehen mit Michael Schumacher in der Ferrari-Zeiten. Man hat es gesehen mit Lewis Hamilton in der... Du hast den Sepp vergessen. Den Sepp mit Red Bull-Zeiten und danach eben nochmal den Hamilton mit Mercedes-Zeiten. Das ist abnormal. Es wird einfach wieder Geschichte geschrieben und einfach auch das ein bisschen appreciated. Das Auto, das wird in Geschichte eingehen als eines der stärksten und schnellsten Formel 1 Autos ever. Und für mich wird das irgendwie immer einen speziellen Platz in meinem Herz haben. Und obwohl ich nicht so ein Mercedes-Unterstützer bin, der W11, das ist ja der mit dem das Ding. Das 20er Auto gewesen. Ist das das 20er Auto mit dem Lenkrad? Wie hat es geheissen? Das. Mit dem DAS-System, das war der, gell? Das ist auch einfach so ein Auto, das sich eingebrannt hat. Ja, das ist, wenn du die Video anschaust, wie er in Mugello beispielsweise auf- und runterbrettert, Fullspeed durch die Kurve durch, zieh dich mal Qualifying Lab von Lewis Hamilton rein, von Mugello 2020. Abnormal, wie geil das ist. Und das ist halt auch so ein bisschen etwas, wenn wir schon nicht ein Championship haben, Fight haben, dann freut euch über diese Sachen. Das ist so ein bisschen das, wo ich so ein bisschen appelliere, immer wieder an die FAS-Community, weil das ist auch ein Erlebnis. Klar, es ist nicht so spannend wie ein geiler Championship-Fight, aber das werdet ihr nie mehr sehen, ein Auto, das genauso dominiert wie das. Und ich bin gespannt,
was sie noch erreichen können. Ich schließe es nicht aus, dass sie bis zum Ende der Saison jedes Rennen gewinnen, auch wenn das ziemlich traurig tönt, aber ich schließe es nicht aus. Ich glaube, die könnten das schaffen, ganz ehrlich. Ja. Er muss sicher ein Fahrer davon. Ich glaube, somit können wir auch gerade den Sprung machen zu unseren beiden Red Bull-Jungs. Mm. Wir fangen den Checo an. Wir fangen den Checo an. Da wird, glaube ich, genau. Noch mal ein größeres Thema werden als. Ja, ich bin mir nicht so sicher. Wie ich schon vernommen habe, wir sind nicht weit voneinander entfernt, weil bei mir ist er auf P14 mit 3 Punkten. Und du hast noch was auf P... 18. Ja, okay, er ist hinter dem Stroll. Das sehe ich dann aber wieder nicht ein. Also, das Ding ist... ich schon, ganz klar. Absolute Katastrophe. Bis Ungarn, also was haben wir da, wenn wir da zurückgehen... Spanien hat noch P4 geholt, aber das kannst du auch gleich nicht. Das ist ein bisschen, ja. Monaco bis England. Eine Durststrecke von 5 Rennen, wo er nur innerhalb der Rennen sich ein bisschen daraus retten konnte. Ohne dass er ein gutes Auto hat, wäre er jetzt wahrscheinlich P4 oder P5 in der Weltmeisterschaft. Da kann man absolut nicht diskutieren. Das ist unter aller Sau, was er geliefert hat. Und ich verstehe nicht, was zum Fick dort passiert ist. Aber er hat einen genialen Saisonstart gehabt. Und der Hype um seinen eventuellen Championship-Bid war absolut gerechtfertigt gewesen. Und ich finde, das kann man nicht von aussen lassen. Ich hätte ihn fast so tief einstufen, wie du es gemacht hast, aber dann habe ich einfach nochmal die Bewertungen angeschaut und einfach müssen sagen, nein, er hat die ersten 5 Rennen wirklich performt. Er war sehr stark dabei gewesen, er war im Lead von der Championship gewesen und hat dann noch bewiesen, was er eigentlich könnte. Und dann war Monaco gewesen. Und dann war Kanada gewesen. Und Österreich und England. Und das ist einfach, das ist too much. Das ist too much. Das darf nicht passieren. Nicht mit so einem Auto, nicht mit einem Fahrer, der so lange dabei ist. Von dem her, fast egal, was du sagst, ich werde deine Meinung, wieso du es 18 nicht da hast, können nachvollziehen, auch wenn ich es selber niemals dort runter könnte tun. Aber ich kann es nachvollziehen. Ja, also ich glaube, das Grosse muss ich nicht dazu sagen. Ich meine, du hast schon all die Gründe gesagt, wieso das bei mir so weit unten ist. Ganz einfach, es darf mit so einem Auto nicht passieren. Du musst mit dem Auto mindestens P2 machen. Mindestens. Oder mindestens das Podium. Wenn schon, nein, wenn mindestens P2, es doch, nein, sorry, es gibt kein Pardon. Es kann es doch nicht sein, dass dein Teammate mit weiß ich wie viel Sekunden Vorsprung ins Ziel kommt und du kommst knapp mit den anderen, also mit dem Pack kommst du über die Ziellinie in den Brücken. Oder im Qualifying hast du weiß ich wie grosse Gap zu deinem Teammate. Das geht nicht. Recht, ja. Wenn du das Auto hast, wo einfach, eben, wie du vorher schon gesagt hast, Rekord reinfährt und auch geschichtsträchtig ist oder geschichtsträchtig ist und ja, eben, du kannst so viele Sachen aufzählen, dann musst du mindestens P2 werden, Punkt. Da gibt es nichts anderes, was musst du darüber diskutieren. Und wenn du das nicht kannst liefern, dann liegt es einfach an dir und nicht am Auto, sind wir ehrlich. Klar, du kannst sagen, ja, das Auto ist mehr am Max aufgebaut. Ja, logisch, das wird schon wahrscheinlich auch sein. Aber ich meine, was er ja auch geliefert hat, die ersten 2 Jahre, ist ja auch wirklich noch recht stark gewesen. Aber es kann doch nicht sein, dass du am Anfang der Saison so gut bist. Der blöd gesagt, du spürst ein bisschen Druck, weil es ein bisschen um die WM geht. Und dann nachher sagst du so zusammen. Du musst mindestens einfach immer wieder die P2 reinholen. Sorry. Ich kann es jetzt schon kaum erwarten, wenn all die Conspiracy Theories reinkommen. Oh, Checo hat grosse Störung gehabt wegen Championship und auf einmal schläft sein Auto nicht mehr anständig. Das wird ja, sicher. Ja, vielleicht hat auch der Helmut Marko ein bisschen am Regel umgeschoben wieder. Wer weiß. Das kann auch sein. Ja, ja, hat nein, er also, aufs Knöpfli gedrückt. Ja, wahrscheinlich. Slow. Auf das Schild gerade drauf. Wahrscheinlich, ja. Nein, aber weißt du, wie gesagt, es kann doch nicht sein, dass der Max 314 Punkte hat und er hat 189 Punkte. Die Gap ist insane. Das ist abnormal. Es ist noch schlimmer als beim Stroll und dem Alonso, eigentlich, wenn wir ehrlich sind. Und das ist halt das. Für mich ist es so ein bisschen, es tut mir halt im Herzen weh, weil der Move vom Checo Perez oder beziehungsweise generell, sein letztes Force India, fucking Racing Point Jahr, gegenübergestellt
zu dem, was er vorher gefahren ist. Genial. Nachher der Wechsel zu Red Bull. Das ist mein absoluter favorite driver move ever. Ich habe das so perfekt gefunden. Ich habe das Gefühl, das passt so tipptopp. Und ich habe seither einfach nur das Beste für den Checo gewünscht. Und er ist seither auch einfach so ein bisschen mein Lieblingsdriver geworden von allen. Eben auch so ein bisschen wegen dem Underdog. Oder ich habe einfach das Gefühl, ja, es kann vielleicht noch etwas kommen. Aber er hat einfach bewiesen, was alle immer gesagt haben, dass er einfach nicht mehr ist als ein Nummer 2 Fahrer. Nicht, dass ich das wirklich gedauert habe, aber so ein Funken Hoffnung ist gleich gesehen, dass er mindestens auch noch ein paar Wins mehr reinhält. Aber ich bin ehrlich, so wie er jetzt fährt, würde es mich nicht erstaunen, wenn Aserbaidschan 2023 sein letzter Race-Win wird sein. Schön abgerundet mit dem 5. Aber ja, nein, 6. ist es, glaube ich. Aber anyway, für mich fair, ihn auf 18 einzustufen. Ich denke aber, es gibt keine Diskussion darüber, wer bei uns Bittner auf dem Eis ist, egal ob man den Fahrer gerne hat oder nicht. Ich glaube, der Verstappen ist einfach absolut in einer Liga von sich selber. Der ist die erste Hälfte hier unten gefahren, wie ein mehrfacher Weltmeister das auch sollte. Er ist absolut... Ich weiß nicht, er erinnert mich momentan an Lewis Hamilton von 2017, 2018, also einfach so unschlagbar, 1920, einfach wo jedes Rennen fast schauen und du weißt, der Hamilton gewinnt es eh, außer irgendetwas passiert mit seinem Motor oder so, was ja auch nicht passiert ist. Das ist das, was mich daran erinnert, so eine absolute, pure Dominanz, wo einfach niemand daneben kommt. Und zuletzt haben wir das einfach mit dem Hamilton gesehen, schlichtweg. Ja, also eben, geschlossenmend, bei mir ist Max auch auf Platz 1 und wahrscheinlich 12 von 10. Es wäre unfair, ja, wenn wir jetzt irgendwo anders hersetzen. Weißt du, wie ich meine? Weil er macht das, was er macht. Er soll gewinnen, er gewinnt. Er holt, wenn es mal irgendwie vielleicht im Qualifying irgendwie nicht so wahnsinnig gut läuft, holt das im Rennen wieder raus. Also egal wo und was, Qualifying Pace stark, Rennpace stark. Er ist einfach überall stark. Und einfach er in Kombination mit dem Red Bull ist einfach momentan unbesiegbar. Er ist in seiner Prime, da müssen wir ganz klar sagen. Ob das nächste Jahr auch wieder so stark wird sein oder übernächstes Jahr, sei dahingestellt. Momentan sieht es aus, als würde das Ganze nie abreisen. Also das Einzige, was Max Verstappen kann ausbremsen kann, ist ein Fahrfehler von einem anderen, dass er in innen crasht oder ein technischer Fehler. Aber eigene Fehler gibt es bei ihm eigentlich nicht. Oder irgendwie Teamfehler, Strategiefehler. Mhm. Also das funktioniert alles so perfekt, das ist unglaublich. Und darum auch verdienter Platz 1. Und ich meine, ja, wenn ihr jetzt den Podcast angefangen habt und denkt, so, ja, mal schauen, vielleicht wird ja nicht der Verstappen erste sein von unserem Rating, die müssen wir euch enttäuschen. Also das ist eigentlich so glasklar gewesen, wie weiß ich was. Also dass der auf P1 aber wird sein, das wäre einfach alles andere, wäre unfair gewesen gegenüber ihn oder fürs Rating schon. Das wäre dann einfach halt, ja, man muss es einfach schon fair anschauen irgendwo durch. Absolut, absolut. Aber du noch mal kurz dies von P21 auf 1 aufzählen, weil weißt, vielleicht haben ein paar das eben schon wieder vergessen. Ja, sicher, dass er noch abschliessend ein Rating durch haben. Ich wollte nur noch ganz kurz einen kleinen Shoutout machen an den Giampiero Lampiassi. Das ist einfach genial, die Dynamik zwischen Max Verstappen und ihm. Und das ist etwas, was mir da so noch ein bisschen rausgestochen ist, dass der Max Verstappen angefangen hat, auch darüber hinausdenken. Und ich glaube, das macht eben auch ihn ein bisschen aus. Jetzt, er hat so viel Kapazität, er ist so schnell, dass Zeit, er darüber ausdenken kann. Ja, er hat Zeit. Aber es ist lustig. Also ich glaube, kein anderer Race-Engineer würde können mit dem Max Verstappen umgehen. Weil er sagt ihm einfach eiskalt, auf gut Deutsch gesagt, aber habt Schnurren. Ja. Oder wirklich so, ich mache meinen Job. Ich weiß nicht, ob ihr das gesehen habt, es hat ein Video gegeben mit den besten Funksprüchen von diesem Jahr. Und der letzte ist eben auch der Max, wenn er mit dem Giampiero am Catchen ist. Und der Giampiero einfach, du fährst dein Auto. Wenn du dahinter kommst, dann kein Problem, komm da hin, mach die Race Strategy, mach das, dieses, jenes. Aber sag mir nicht, wenn ich dich nicht rauslasse. Und sagen, kritisch. Aber ja, nein, so viel zum Max Verstappen und seiner Dominanz. Wie du schon gesagt hast, noch schnell abschließend von zunderst bis oben nur. Ja, am besten sagst du und dann sage ich. Also weißt du, es ist so P21, sagst du und dann sage ich es auch gerade und so weißt du, dass wir gerade so viel Perle. Beim 21 gibt es Stroll mit 0 Punkten.
Ich habe den Nick. P20 habe ich den Bottas mit 1 Punkt. Dann habe ich ja den Danny Rick. Nachher den Magnussen auf dem 19. Ja, sorry, verzeih. Alles gut, mit 1 Punkt. Dort habe ich den Sergeant 19. Auf dem 18 habe ich den Sergeant, auch mit dem. Dort habe ich den Jacko. Gott, Alter. Ich glaube es nicht. Auf dem 17 habe ich den Danny Ricky Duru. Ich habe den Stroll! Auf dem 16 habe ich den Nick De Vries. Ich habe den Kevin Magnussen. Auf dem 15. habe ich den Guan Yu Zhou, oder? Ich habe auf dem 15. den Valtteri Bottas. Auf dem 14. habe ich den Sergio Perez. Dann habe ich den Zhou Wang Yu. Auf dem 13. habe ich den Pierre Gasly. Und ich habe den Yuki Tsunoda. Yuki! Nein, Tsunoda! So. Auf dem 12. habe ich den Nico Hülkenberg. Ich habe auch auf dem 12. den Nico Hülkenberg. Auf dem 11. habe ich den Esteban Ocon. Und ich habe dort den Pierre Gasly! Sehr schön. Auf dem 10. habe ich den Tsunoda. Ja, ich habe den Esti-Besti. Sehr schön. Nachher auf dem 9. habe ich den Chili. Ich habe... Hallo, mein Name ist Carlos Sainz. Mein Name ist Carlos Sainz. Hast du ihn auch auf dem 9? Ah, ja, stimmt. Ja, ich habe auf dem 9, ja. Auf dem Leclerc habe ich den Incident. Ich habe den I'm Stupid, ja. Auf dem 7. habe ich den... Ich glaube, ich habe Regenwasser an meinem Weiser. He turned into me. He turned into me. What a fucking idiot. What the fuck is he doing? Auf dem 6. habe ich den Pastry. Yeah. Hey, look, it's Oscar Pastry. Pastry. Oh ja, auf dem 6. ja. Ich finde es geil, wie das mittlerweile einfach nur so ein Meme-Rundown ist. Ja, wirklich. Ey. Auf dem Fifi habe ich den Hashtag Bless. Nein, auf dem Fifi habe ich den Lando. Auf dem 4 habe ich den Lando dafür. Und ich habe auf dem 4 den Albono. Ich habe auf dem 3 den Monsieur Alonso. Ja, dort habe ich den L-Plan auf dem 3, ja. Auf dem 2 der Albono bei mir. Und ich habe den Ham. Den haben wir die Hubi. Und natürlich abschließend haben wir beide auf dem Platz 1 den Max Verstappen mit absolut voller Punktzahl. Von 12 von 10, ja, genau. Von 12 von 10. Der Super Somit Max. Somit abgeschlossen unsere Ranking von der ersten Hälfte von diesem doch gar nicht mal so unspannenden Jahr. Genau, ähnlich ist es schon noch krass, weil man hat eigentlich, wenn man so rein nur auf die Winston so schaut, ist eigentlich sehr uninteressant. Es ist immer Verstappen. Aber wenn man so sonst so, eigentlich so Midfield und so anschaut und alles drum und dran, ist es eigentlich schon noch spannend. Also abgesehen vom Verstappen ist es eigentlich schon noch spannend. Absolut. Es ist wirklich eine geile Season. Hoffen wir, dass es so bleibt. Ja, und das sieht man eigentlich so auf den ersten Blick gar nicht, weil man dachte, ja, Verstappen gewonnen und so. Aber eigentlich so im Hintergrund geht schon noch recht viel ab und ja, sind wir mal gespannt, wie es weitergeht. Aber ich würde mal behaupten, das wäre es von unserer heutigen Episode vom Unsafe Release. Wir hoffen natürlich immer, dass euch diese Episode gefallen hat, so wie alle anderen Episoden auch. Wenn ja, gut bewerten könnt ihr es ja, glaube ich, nicht. Kann man nicht auf Spotify. Wäre aber cool, wenn sie mal so etwas werden oder könnten machen. Ja, aber das war es von der heutigen Episode. Das nächste Rennen findet ja in Zandvoort statt, in Holland. Also sprich, ein Heimrennen für den Max. Das ist ja dann Ende August. Das sind jetzt in 2 Wochen, wo wir die Episode aufnehmen. Und der wird auch dann die nächste Episode wieder rauskommen. Also nach dem Rennen in Zandvoort. Und dann kommt noch Italien als letztes Europa-Rennen und dann geht es dann wieder Richtung Asien mit den asiatischen Rennen, noch zweimal auf Amerika und dann kommt auch noch Brasilien, also noch kommen schon noch ein paar gute Rennen.
sind wir gespannt, was dort alles noch passieren wird. Ob der Max Verstappen noch irgendwann kann bezwungen werden von einem anderen Team, schrägstrich Fahrer. Ja, wir werden es sehen. Aber wie gesagt, das soll es mal gewesen sein von der heutigen Episode. Danke vielmals, dass ihr bis dahin zugelassen habt. Und wir wünschen euch wie immer ein schönes Tag. Macht's gut und bis zur nächsten Episode vom Unsafe Release.